Fairtalk gibt es nur, weil es euch gibt, weil es eure Unterstützung gibt. Und deswegen möchte ich heute nochmal daran erinnern, wenn ihr auch in Zukunft Fairtalk schauen wollt, dann brauchen wir euch und dann brauchen wir euren Support, denn nur mit euch geht es weiter. Und ich kann euch versprechen, wir haben noch eine ganze Menge vor. Also danke an alle, die uns unterstützen und die das noch nicht tun. Einfach mal hier unter das Video schauen, welche Möglichkeiten es gibt. Werdet zu Unterstützern und ja, ihr werdet nicht enttäuscht werden, das kann ich versprechen. Wir haben noch viel vor in der Zukunft. Dankeschön und bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss. Bum, bum, bum. Mein heutiger Gast, Philipp Strüven. Hallo Philipp, ich grüße dich. Herzlich willkommen bei After Dark. Vielen Dank für die Einladung. Ja, viele kennen dich als das Star Child bei TikTok. Da hast du einen riesigen Kanal und es geht heute um eine unglaublich spannende Geschichte, nämlich um die Menschheitsgeschichte, beziehungsweise darum, ob die Menschheitsgeschichte tatsächlich so abgelaufen ist, wie wir es erzählt bekommen. Du wohnst in Portugal? Absolut, ja. Bist 23 Jahre alt, wie gesagt, wahnsinnig jung. Wieso, ja, muss ich ja sagen, ich meine, bin 52, also nicht, bei 26 hätte ich jetzt noch gesagt, Spock ist die Hälfte, aber nicht mal die Hälfte, aber wahrscheinlich wesentlich mehr Wissen, als ich es jemals zu dem Thema haben könnte, aber deswegen haben wir dich ja auch eingeladen. Aber ich finde das Thema extrem spannend, als unser Produzent Alex ankam mit dem Thema und sagte, ich habe hier einen TikToker, der macht da was zum Thema Antike und Menschheitsgeschichte und schau dir das mal an. Und dann habe ich die ersten Videos gesehen und habe gedacht, wow, also darüber möchte ich gerne mehr erfahren. Aber an der Stelle vielleicht auch mal Spock, herzlich willkommen, ja auch ein Urgestein hier. Wie jetzt? Bei ist das After eine Beleidigung? Dark. Nein. Nein, nein. Ist das eine Anspielung auf mein Alter? Du bist, glaube ich, der Älteste hier im Raum. Nicht ganz, ne? So alt wie der Stein da auf dem Tisch immerhin. Wie der Rauchquarz. Ja, über Steine sprechen wir später vielleicht auch. Das hängt alles miteinander zusammen. Absolut. Aber Philipp, erstmal, wieso beschäftigt sich ein 23-Jähriger überhaupt mit der Menschheitsgeschichte und mit der Antike? Das ist eine gute Frage. Also natürlich ist es halt immer ein Weg. Ich bin ja nicht einen Tag aufgewacht und mir dachte, ah, okay, jetzt mache ich TikTok-Videos über die Antike. Aber ich finde es halt einfach unglaublich interessant. Und ich finde, so vieles, was man halt dort im späteren Leben auch macht, fängt dann halt auch an mit den Sachen, mit denen man sich als Kind auseinandergesetzt hat. So jetzt, dass ich diesen Weg eingeschnitten habe, ist mir auch aufgefallen, dass ich früher gerne Archäologe gewesen wäre oder ich habe immer lustige Taschenbücher gelesen, die ja auch viel über diese Geschichten der Antike oder auch so Mythen beleuchten. Und ich finde, zumal finde ich auch lustig, wenn man das so hört, so TikToker, denkt man wahrscheinlich auch nicht im ersten Moment an antike Geschichte. Nee, gar nicht. Aber es ist halt die Wunder des Internets oder des sozialen Netzwerks in dem Punkt, dass man halt auch einfach so eine Plattform sich mittlerweile aufbauen kann für das Thema, für das man sich begeistert. Und für mich war das wirklich so eine Reise. Es hat mit Tarot angefangen tatsächlich. Mit Tarot, also mit den Karten? Ja. Ja, ja, ja. Und zwar, also um das ein bisschen auszuholen, als ich 8 Jahre alt war, hatte meine Mutter Brustkrebs. Mhm. Und nach ihrer Chemo, also sie hat überlebt und sie wurde dann so ein bisschen spiritueller und hat angefangen auch zu einer Kartenlegerin zu gehen. So, und dann als ich 15 Jahre alt war, hat sie mir zum ersten Mal davon erzählt, so hey, ich bin bei dieser Kartenlegerin und die sagt, du bist ein Sternenkind, deswegen auch mein Name. Das Starchild. Ja, genau. Und dann habe ich erst so, ich meine, wenn du 15 Jahre alt bist, dachte ich auch so, ja komm, geh mal weg. Ne? Was soll das denn hier? Ich wollte gerade sagen, das ist ja so mitten in der Pubertät, da hat man ja eigentlich auf so einen esoterischen Nonsens erstmal keine Lust. Absolut, aber wie das Leben halt auch so spielt, war die Mutter meines besten Freundes oder ist immer noch Schamanin. Katrin Grimm, Herzkraft-Schamanismus, sie ist auch eine Mentorin für mich in diesem Bereich der Spiritualität und der Selbstentwicklung, sage ich mal. Und
ja, so, dann habe ich halt so mit Tarotkarten angefangen, so mich ein bisschen auseinanderzusetzen. So, also schon mit 15? Nee, ich war dann erstmal halt so selber da, so mit 18, mit 17 war ich ein paar Mal da und fand ich sehr interessant, weil diese Tarotkartenlegerin Ingrid, auch alles Gute an sie, sie kämpft auch gerade gegen Krebs, also auch das Beste an sie, aber ja, sie hat dann auch an mir Karten gelegt und es war sehr akkurat. So ein paar Monate später habe ich dann mir halt das wirklich so angeguckt, was sie gesagt hat und dachte mir, wow, das ist schon ziemlich beängstigend, so wie akkurat so Karten sein können. Und dann in der Pandemie 2020, ich wollte eigentlich ein Klamottenlabel aufmachen, was ich jetzt auch getan habe, aber das war meine Motivation hinterm Studium in der Niederlande, weil es Medienmanagement Creative Business ist, das ich studiert habe. Das hast du studiert, okay. Ja. Und dann während der Pandemie dachte ich mir aber, okay, ja, es ist ja absolut witzlos, jetzt eine Modelinie rauszubringen, während man die nicht tragen kann oder irgendein Event machen kann oder irgendwie sowas. Und dann dachte ich, okay, was kann ich jetzt machen? Ja, ich will halt nicht nichts machen, also mache ich Tarotkarten, lerne ich da ein bisschen was drüber. Und dann hat mich das richtig fasziniert und ich habe angefangen, mich als Zauberer zu verkleiden und bei Twitch zu livestreamen und da Leuten Tarotkarten zu legen. Ja. Das war mein Anfang. Ja. Und das war sehr verrückt. Also am Anfang wollte ich das auch so ein bisschen klingt machen. So, ja. Ja, absolut. Aber ich wollte auch so ein bisschen so Geld damit reinmachen, weil sie so dachten, okay, vielleicht kann ich damit auch so ein bisschen was an der Seite verdienen und Leuten vielleicht helfen. So, und dann hat sich das aber sehr schnell, so nach einer Woche oder zwei, hat sich das entwickelt zu Leute in der Pandemie, denen ging es mental einfach nicht gut. Mhm. Die brauchten jemanden zum Reden. Und Tarotkarten ist halt auch ein geniales Medium, um direkt tiefe Gespräche zu haben. Und das habe ich dann realisiert und dann habe ich das einfach gratis gemacht, weil ne, war einfach der Zeitgeist, ich war einfach dahinter, mir hat Spaß gemacht. Und du wolltest helfen. Absolut, ja. Mhm. Und das habe ich dann wirklich gemacht für so ein halbes Jahr erstmal und habe dann halt so versucht, okay, vielleicht mache ich jetzt auch so ein paar TikTok-Videos oder soziale Netzwerke irgendwie benutzen, das so ein bisschen zu bewerben, sage ich mal. Und dann habe ich aber einen Punkt erreicht, was auch interessant ist, wenn man so mit Tarotkarten arbeitet, ist es auch sehr viel mit Energie verbunden. Die Tarotkartenlegerin, bei der ich war, hat immer gesagt, mach's nicht gratis. Weil es muss dieser Austausch von Energie. Es muss einen Energieausgleich geben. Mhm. Genau. Und das habe ich halt nicht gemacht. Und dann habe ich irgendwie so ein bisschen die Konsequenz davon gemerkt, weil ich wirklich komplett kaputt war, so einen Monat lang. Da dachte ich, okay, so kann es nicht weitergehen. Und habe dann angefangen, so Videos zu machen über die Dinge, die ich im Livestream quasi schon jetzt irgendwie so mehr hingerutscht bin, wie antike Geschichte. Und dann hat mich das so fasziniert und mitgerissen, weil egal welche antike Ortschaft man sich anguckt, ein Tempel, Pyramide, immer wenn man sich diese Geschichte durchliest, dann das irgendwie mit der Mythologie vergleicht, der lokalen Bevölkerung und dann einfach auch mit so offenem Herzen und offenem Gehirn sich das wirklich anzuhören und anzuschauen, dann realisiert man sehr schnell, dass da viel mehr hinter dieser Geschichte steckt, als diese Quellen eigentlich alle so sagen. Ja, und dass es eben kein esoterischer Quatsch ist. Also es kann natürlich wie immer alles missbraucht werden, kann auch das missbraucht werden, aber das steckt, also ich bin selber irgendwann mit Mitte 40 zum ersten Mal mit solchen Karten und Menschen in Kontakt gekommen und ich war auch erstaunt darüber, was für eine Kraft die haben und was die einem aussagen können. Ja, absolut. Aber mit der Antike, ich finde, es hängt halt zusammen, weil Tarot selber kommt ja auch aus der Antike. Die ersten Universitäten, die wir hatten, waren Magieschulen im antiken Ägypten, wo Leute unterrichtet wurden in Astrologie und Tarot zum Beispiel, in universellen Archetypen. Und es ging halt um diesen Prozess der Individuation, wie Carl Jung es zum Beispiel nennt, dass halt quasi jemand das höchste Selbst in sich selber findet. Und diese Tools of Divination, also diese magischen Werkzeuge quasi, helfen einem halt dabei, diesen inneren Ratgeber zu befragen und diese Individuation zu erreichen. Und das fand ich halt super faszinierend, weil das auf einmal so wie so ein Puzzle, alles passt irgendwie zusammen. Und mit der Antike hat es dann einfach mich komplett umgehauen, weil ich wirklich, es gibt zum Beispiel die große Pyramide. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Es ist eins der berühmtesten Gebäude der Welt immer noch. Ich meine, steht ja auch schon komplett wie eine Eins seit 4500 Jahren mindestens, so heißt es ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt die große Frage, wie lange es wirklich steht.
Absolut, absolut. Und bei der großen Pyramide gibt es so viele Sachen, die wir im Geschichtsunterricht, und ich glaube, es gibt auch einen Grund, warum man in der Antike so, warum man in der Schule über die Antike in der Grundschule spricht und nicht in späteren Jahren. Weil als Kind stellst du halt nicht so viele Fragen, weil du dieses, du hast Offenheit, du willst halt gerne wissen, so, ah, oh, eine Pyramide. Aber wenn dir jemand sagt, ah, oh, es ist ein Grab von einem Pharao und das wurde von Sklaven errichtet, dann sagst du halt, okay, ne, wird schon stimmen. Aber wenn man sich das mal so ganz nüchtern mit all dem, was man in der Schule darüber gehört hat, nochmal anguckt, dann stellt man fest, okay, das ist ja schon ein wenig seltsam. Um das mal zu erläutern, es gibt nicht nur die berühmten 3 Pyramiden in Ägypten, es gibt so an die 140. Nicht in einer einzigen von diesen 140 Pyramiden wurde jemals eine Mumie von einem Pharao gefunden. Wo man dann sich dann die erste Frage stellt, okay, warum werden wir dann unterrichtet, dass es ein Grabmal für einen Pharao ist? Ja. Ja. Die große Pyramide ist ein Grabmal für den Pharao Khufu, weil eine Statue von ihm im Tempel neben der Pyramide gefunden wurde und ein kleiner Hieroglyphentext, der sagt, dass er daran gearbeitet hat. Was ja auch Restauration sein kann. Ne? Also das mal so nebenbei. Und das war's. Das sind die Beweise, weil so eine ägyptische Grabkammer hat ja auch andere viele Merkmale wie Hieroglyphen, Artefakte. Die wurden ja nicht einfach so in so einen leeren Raum gestellt. Ne? Und dann sagt man ja Grabmalerei, aber hat da wirklich jemand alle Hieroglyphen in all diesen Pyramiden abgekratzt? Weiß ich nicht. So, und dann halt um die Bauart. Ne? Also diese große Pyramide wiegt ja mehr als jedes Gebäude heute. Das muss ich mir vorstellen, 6 Millionen Tonnen. 6 Millionen Tonnen. Und es heißt, sie wurde in 27 Jahren errichtet. Ja. Das heißt, die reine Mathematik dahinter ist halt so, es sind vielleicht 600 Tonnen am Tag. Ne? Lass es irgendwie so sein, die halt irgendwie dahingeschleppt haben. Und nicht nur dahin, sondern auch noch hoch. Ich wollte gerade sagen, das ist ja im Aufbau befindlich. Das ist ja nicht einfach nur da abliefern, sondern dann auch dementsprechend aufstocken. Absolut. Und nach unglaublich präziser Mathematik. Also diese große Pyramide, die benutzt die Formel Phi oder Phi. Ich weiß nicht, wie die im Deutschen ausgesprochen wird. Hast du schon mal was in der Fibonacci-Sequenz gehört? Ja klar, Fibonacci-Zahlenreihe gibt es und ja. Absolut, aber das ist ja auch die Formel, nach dem alles in unserer Natur wächst. Ne? Also sei es eine Blume, sei es ein Baum, sei es uns Menschen im Embryo oder auch jetzt. Wir alle haben diese Formel integriert. Mhm. Deswegen spricht man da von sogenannter heiliger Geometrie. Geometrie. Das ist auch so eine Formel, die ich in der Schule persönlich nie gehört habe. Aber das mal beiseite, benutzt halt die große Pyramide diese Formel zum Beispiel. Auch in der Auslegung des gesamten Plateaus und einfach vielmals in dieser Konstruktion selber. Was dann auch schon mal in Frage stellt, so okay, die haben ja nicht einfach da nur so Steine hintereinander so geklopft. Ein anderer interessanter so Fakt an der Seite ist, dass die große Pyramide die absolute Mitte des gesamten Landes unserer Erde ausmacht. Also die Landmasse an sich, wenn man davon die Mitte nimmt, ja, da steht die große Pyramide. Was auch Zufall wahrscheinlich, ne? Das ist ja so gesagt, dass es auch nach den Sternen ausgerichtet ist, nach der Orion-Konstellation ist auch Zufall, ne? Hat auch nichts damit zu tun. Es gibt auch Pyramiden in Mexiko und in anderen Orten, so wie Indonesien und China, sagt man auch, dass es Pyramiden gibt, die nach dieser Konstellation ausgerichtet sind. Wo man auch sagt, Zufall. International auf jeden Fall, kann auch ein Zufall sein. Also ist das wirklich die Meinung der, ich sag mal, offiziellen Archäologie, dass das Zufall ist? So meines Wissensstandes, also ich muss auch dazu sagen, ich bin einfach nur sehr wissbegierig in diesem Thema. Ich bin kein Archäologe, ne? Deswegen bin ich mit der allgemeinen Meinung der Archäologen nur so semi-gut vertraut. Da will ich nichts Falsches sagen. Aber laut meines Wissensstandes ja. Es ist halt, vieles ist begründet mit Zufall. Und dann, selbst wenn man die Technik sich anguckt von der großen Pyramide, da gibt es Steine, die die King's Chamber, also die Königskammer ausmachen. Wo man auch sagen muss, okay, ich weiß nicht, ob das halt wirklich da eine Königskammer ist. Es wurden ja mittlerweile viel mehr Leerräume gefunden. Auch vor 2 Wochen wurde eine neue Kammer und ein neuer Gang gefunden in der großen Pyramide. Also wir verstehen selbst heute diese Pyramide selbst von dem Aufbau nicht mal wirklich. Aber diese Steine in der Königskammer wiegen 80 Tonnen.
80 Tonnen. Und das ist ja, die Königskammer ist halt auch relativ in der Mitte der Pyramide. Es ist nicht so, dass es so der Grundstein ist. Es ist relativ hoch. So, dann erstmal einen 80 Tonnen Block da hochzuschleppen, wo wir nie eine Rampe gefunden haben, mit der die es überhaupt hätten gemacht haben können. Sowohl innen wie auch außen, was ja eigentlich die Theorie von den Wissenschaftlern ist. Könnte man das mit der heutigen Technik? Oh, das ist halt die Frage. Ich weiß nicht, ob wir das, ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen würden. Vor allem, also die von der Präzision abgesehen, so ein 80 Tonnen Block, so 50 Meter, ich bin kein Bauingenieur. Da brauchst du schon einen Obelix, der das da hochträgt. Ja, ja, mindestens. Und viel Zaubertrunk. Ganz viel Zaubertrunk. Und das, wenn das alles wäre, wenn diese Steine halt so einfach, ja, die haben die von da, dann wurden die da so hochgestapelt, 50 Meter, okay. Was ich absolut am lächerlichsten finde, ist, dass diese Steine, und wir wissen das von der von den Mineralien, die diese Steine beinhalten, kommen von einer Quarry in Aswan. Und Aswan ist 900 Kilometer entfernt von der Pyramide. Es ist direkt am Nil, aber wir haben nicht im Ansatz ein Schiff gefunden, das in der Lage wäre, diese Steine zu transportieren. Ja, aber wie sind die denn da hingekommen? Das ist die Frage. Das ist halt so eine Sache, da wird halt auch nicht so viel drüber geredet. Die sind halt da und dann war's das. Ich bin gerade etwas, gut, ich bin ja auch also in dieses Thema jetzt im Vorfeld eingestiegen, habe mir auch Graham Hancock angeguckt, Ancient Apokalypse, die Serie auf Netflix, darauf werden wir später auch noch zu sprechen kommen. Aber nichtsdestotrotz, wenn du so erzählst, es kommen so viele Fragen auf und ich frage mich, wenn ich jetzt Archäologe wäre, also offizieller Archäologe wäre, weil auch da musste ich ja in der Vorbereitung feststellen, es gibt auch da die Pseudo-Archäologie mittlerweile, die bei Wikipedia so betitelt wird, und die offizielle Archäologie, müsste ich doch dafür brennen, das zu erfahren. Absolut, absolut. Aber das ist halt die Sache mit Archäologie. Es ist nicht unbedingt dieses, okay, wir wollen wissen, wie es wirklich war, sondern ist halt auch so ein bisschen, lass mal lieber den Zeitstrahl, den wir gerade haben, lass den mal behalten. Da gibt es ein richtig gutes Beispiel, wo du Graham Hancock gesagt hast. Es gab mal eine Debatte zwischen ihm und Zahi Hawass. Zahi Hawass ist... Da muss auch Spock ist auch gut in diesem Thema drin, von daher... Ich muss sofort lachen, wenn ich Zahi Hawass höre und ich weiß auch schon, was kommt, weil ich kenne die Debatte, ja. Ja, so und Zahi Hawass war der Kopf der Antiquitäten in Ägypten. Das ist quasi ein Amt, vor allem weil in Ägypten so viel Archäologie ist. Es ist riesengroß. Ne? Und er war auch in Skandalen entwickelt wie Artefakte klauen und sehr komischer Typ an sich. Aber das sei mal dahingestellt. Er ist sogar verurteilt worden für irgendwas und war irgendwie zu kurz im Gefängnis. Also hat aber jetzt auch wieder irgendeine Rolle inne, also darf wieder irgendwie mitmischen. Ja, überrascht mich nicht. Aber es ist einfach, dieses ganze Thema ist wirklich sehr komplex und auch sehr komisch. Und diese Debatte zwischen Zahi Hawass und Graham Hancock lief ungefähr so ab. Die haben sich halt getroffen in Kairo. Beide haben eine Präsentation vorbereitet, wollten halt so ein bisschen reden darüber, über deren Meinung, was so abgeht. Bevor diese Debatte überhaupt anfangen konnte, Graham Hancock hatte eine PowerPoint-Präsentation, wo halt einfach nur so stand, dass die Sphinx älter ist. So, Zahi Hawass sieht diese Slide halt in dieser Präsentation. Älter als was? Entschuldigung, jetzt, wir müssen ja immer an die denken, die da jetzt genau, nicht im Thema sind. Dass die Sphinx älter ist als 2540 vor Christus, das ist glaube ich die offizielle Zeit, dass sie halt stattdessen vielleicht so 10.000 vor Christus gebaut wurde, was ja schon mal auf jeden Fall ein Zeitsprung ist. Aber Zahi Hawass hat diese Slide gesehen und ist ausgerastet, er ist ausgeflippt, er ist richtig wütend geworden, hat Graham Hancock beschimpft, hat denjenigen beschimpft, der diese Theorie aufgestellt hat und ist rausgegangen. Die Debatte hat nicht stattgefunden. Okay. Und die kennen sich aber seit schon ewig, also die haben schon öfter auf der Bühne zusammengestanden und sind gut bekannt tatsächlich, also die kannten sich auch schon Jahrzehnte vorher. Und gibt es da eine, also warum? Also nochmal, für mich wäre Archäologie ja einfach forschen, 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 immer weiter forschen, weil wir können ja gar nicht alles wissen. Also ich meine, das muss ja jedem sogar klar sein, der nicht Archäologe ist. Also woher? Es ist halt, was ich halt mir so denke, es gibt halt diesen rationalen Gedanken, der halt gerade vorherrscht. Ne? Also so alles, was irgendwie mit Intuition oder so Mystik oder Esoterik, sei es sowas, sobald es irgendwie so mit
diesen Dingen verbunden ist. In die Bewusstseinsebenen geht. Ja, wird abgeschaltet. Es geht um diesen Materialismus und wir sind der fortgeschrittenste Mensch, der wir jemals waren. Und jeder, der etwas anderes behauptet, lügt. Okay, aber das, da sind wir, glaube ich, auf einer guten Spur. Das, also das macht auf jeden Fall Sinn, dass man nicht möchte, also das ist natürlich jetzt auch alles wieder hier Verschwörungstheorie, aber dass man, es macht ja Spaß, Verschwörungstheorien sind ja super, Ermittlungshypothesen, nichts anderes ist es ja. Dass man gerne möchte, dass das Bild von heute, dass wir der modernste, aufgeklärteste und technisch am versiertesten, am weitesten entwickeltste Mensch überhaupt ist. Absolut. Und sind. Ja, ja. Aber das ist halt die Sache und das Problem, was ich da wirklich sehe, ist halt dieses, man muss in dieser Box bleiben, im Sinne von, ne, dieser Zeitstrahl ist okay, alles andere ist nicht okay, weil wir halt sagen, die Zivilisation an sich ist ja nicht älter als 10.000 Jahre. Davor waren wir ja so ein bisschen jagen, haben so ein paar Bären gepflückt und haben eigentlich nichts gemacht, wirklich, was so Fortschritt angeht. Oder ja, Entschuldigung, das passt so gut, deswegen muss ich da einmal unterbrechen, weil du hast so schön gesagt, also das habe ich auch auf TikTok von dir gehört, wir existieren seit 300.000 Jahren. 290.000 Jahre davon waren wir quasi primitiv. Dann kam eine Eiszeit und danach ganz plötzlich die Idee von Farming und Pyramiden. So hast du es zusammengefasst. Da habe ich sehr gelacht, als ich das gelesen habe und habe gedacht, ja stimmt. Also plötzlich war es da und davor die 290.000 Jahre ist gar nichts passiert. Da waren wir einfach primitiv dumm. Ja, absolut. Absolut. Das ist halt diese komische, in dieser einen Box wird gedacht und sobald du so ein bisschen außerhalb dieser Box bist, wirst du halt, es geht nicht mehr weiter. Es ist auch ein interessantes Beispiel, einer der Söhne von Graham Hancock hat Ägyptologie studiert, glaube ich, und einer seiner Papiere ging darum, dass er halt vorgeschlagen hat, dass Ägypten älter ist und wurde halt direkt, kannst du nicht drüber schreiben, abgeblockt. Wo man halt, wie gesagt, der Beweis, dass die Pyramiden ein Grabmal von einem Pharao sind, ne, das 2540 vor Christus um den Dreh, vielleicht 2600 vor Christus gebaut worden ist, von Sklaven, ist halt auch basierend auf einer Statue und einem kleinen Text. Ne? Und das an sich, finde ich, jetzt ist sehr deutlich kein eindeutiger Beweis für genau diesen Fall, dass es ein Grabmal für einen Pharao ist und dass es zu diesem Zeitpunkt gebaut wurde. Warum darf man dann nicht alternative Thesen stellen? Naja, und das ist ja, du hast das eben so schön erzählt, 900 Kilometer, wie kamen diese riesigen, schweren Steine da hoch? Da gibt's ja auch mehrere Beispiele. Also, das wird ja auch deutlich in dieser Netflix-Serie. Ein Beispiel habe ich mir aufgeschrieben, Gunung Padang zum Beispiel in Indonesien. Auch da ist es ja tatsächlich so, dass irgendwie es, Anordnungen von Steinen gibt, von riesigen, schweren Steinen, die so, wie sie da sind, nicht einfach durch die Natur oder irgendein Erdbeben oder was auch immer so zu einer Art Gebäude oder was auch immer das sein soll, zusammengesetzt werden konnten. Das heißt, und da, wenn man da einsteigt in der Serie und sich das anschaut, da kam bei mir eben immer wieder diese Frage, die ich dir eben auch schon gestellt habe, ja, jetzt geht's doch erst los, jetzt wird's doch erst spannend. Absolut. Und da wird aber abgeblockt. Ja, ja. Da kommt irgendeine Regierung und sagt, Schluss hier, so wie da in Indonesien. Ja, das ist doch total bescheuert. Genau. Danny Hillman, Natarajan Jaja, das war der Forscher, der da rumgeforscht hat und Kernbohrungen gemacht hat. Die haben ihm einfach die Luft abgedreht und gesagt, also beziehungsweise die Forscher von den Universitäten sind zur Regierung gegangen und haben gesagt, das wollen wir auf gar keinen Fall, dass das näher untersucht wird. Und dann hat er da tatsächlich Geländeverbot bekommen. Total krass. Ja, und es gibt auch viele, die Verbote in Ägypten haben. So, oder auch Graham Hancock, der geht ja später in der Serie zu Serpent Mound in Ohio. Soweit bin ich noch nicht, aber ja. Das ist auch, Geschichte in Amerika ist sehr interessant, weil wir ja das junge Land, ne, und wir haben das Bild im Kopf von diesen Indianern, die gegen Cowboys gekämpft haben, aber eigentlich nur in diesen Tipis gelebt haben und ein paar Bisons gejagt haben. Aber trotzdem hast du da, vor allem in New Mexico gibt's ein paar Strukturen wie Chaco Canyon, was einfach ein riesiger Steinkreis ist. Also man sagt, das ist fast die Größe vom Kolosseum und es steht da einfach in der Mitte der Wüste. Und das kommt irgendwie nicht so gut in dieses Indianer mit dem Tipi-Bison jagen, es passt da nicht rein. Serpent Mound, genau das gleiche, es ist eine riesige Schlange, die kreiert wurde aus einem Hügel.
Und da halt kommt dieser interessante Punkt wieder auf der astronomischen Konstellation, nicht Konstellation, wie das halt so zu den Sternen steht. Mhm. Weil haben wir da ein Bild von dir, Serpent Mount? Nee, ne? Nee. Suche ich mal kurz eins. Ja, mach das gerne. Ist sehr, sehr beeindruckend. Es ist halt in Ohio. Und da wollte Graham Hancock auch filmen. Und weil er mittlerweile auch diesen Ruf hat als jemand, der einfach nur Fragen stellt. Weil er darf ja selber keine so Bohrungen unternehmen. Archäologie ist ja auch sehr, ja, so nicht unabhängig. Du brauchst diese Akademie. Und das ist ja das, was, wie gesagt, mich so, wo ich so denke, das mag ja auch sein, dass auch Graham Hancock sich total irrt, aber dass keine Fragen gestellt werden dürfen und dass man da nicht weiter forschen will, das ist das, wo ich sage, das macht's ja verdächtig. Und wenn ich in die Wikipedia reinschaue, dann kommt, ich hab's hier bei Graham Hancock, Graham Bruce Hancock ist ein britischer Schriftsteller, der, jetzt kommt's, pseudowissenschaftliche Theorien vertritt, die viele alte Zivilisationen und verlorene Länder betreffen. Das steht im ersten Satz, es ist gleich pseudowissenschaftlich. Eigentlich ist das doch investigativwissenschaftlich. Weil Fragen sind doch dazu da, um von der Wissenschaft beantwortet zu werden. Absolut. Und Wissenschaft ist ja auch dafür da, dass es Wissenschaft im Sinne davon, es gibt eine neue Theorie, die wird überprüft und wenn sie stimmt, dann stimmt sie. Ja. Also was ist das, was er ja macht? Ja, Wissenschaft. Warum nennt man ihn dann Pseudowissenschaftler? Pseudowissenschaft, ja. Es ist ja hirnrissig, wenn man sich mal darüber einfach Gedanken macht. Weil das ist ja, wie Wissenschaft Fortschritt macht. Durch Leute, die sagen, es ist ja anders. Selbst wenn man das jetzt mal so in diesem Generellen sagt, so Charles Darwin mit seiner Evolutionstheorie, haben ja Leute damals gesagt, er ist verrückt. Und natürlich ist das auch eine interessante Theorie an sich, ob die jetzt, was auch immer, ob die stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber trotzdem gab es da ja auch sehr viel Kritik ihm gegenüber. Und er ist ja jetzt einer der renommiertesten Wissenschaftler. Und warum stellt man dann jetzt jemanden, nachdem so Sachen wie mit Charles Darwin passiert sind, in ein Licht, dass er ein Pseudowissenschaftler ist? Mhm. Das ergibt für mich absolut keinen Sinn. Spock, hast du was rausgefunden? Du wolltest was suchen? Ja, ja. Jetzt. Okay, ich weiß immer nicht, jetzt genau. Ist es eingeblendet. Man kann es sehen, ja? Das ist Serpent Mound. Und was stellt das jetzt genau dar, Philipp? Vielleicht kannst du einmal noch kurz. Ja, das ist halt eine riesige Schlange. Ja. Eine Schlange und Drachen sind ja generell auch mythologisch sehr oft verbunden mit der Entstehung des Universums, was auch interessant ist. Und in Europa werden Drachen und Schlangen einfach nur getötet und fürs Böse dargestellt. Auch ein interessanter Kontrast, auch mit der Weltgeschichte im Hintergrund. Aber Serpent Mound ist halt diese Art, also so künstlich erschaffene Hügelkette, die halt auch nach den Sternen ausgerichtet ist. Also heute ist ja auch ein besonderer Tag. 20. März ist ja, ich habe das auf Deutsch mal nachgeguckt, heute Frühlingstag und Nacht Gleichheit nennt man das. Mhm. Und genau so ein Datum wie heute kann man halt in dieser Schlange sehen, dass halt diese Schlange perfekt mit ihrer Spitze ausgerichtet ist auf die Position der Sonne zu einem sehr bestimmten Datum. Und das finden wir überall. Eins der faszinierendsten Dinge davon ist in El Castillo, Chichen Itza in Mexiko. Da gibt's auch eine Pyramide, ne? Wie auch so oft, war einfach das Einfachste, was man so bauen kann. Diese Pyramide hat zwei absolut verrückte Sachen, wo keiner erklären kann, wie das überhaupt zustande kommt. Und zwar gibt es einmal durch diese Stufen, die diese Pyramide hat, kann man jedes Jahr zur Sommersonnenwende, wenn man da genau ist, kann man sehen, dass die Schatten der Stufen auf den Stufen eine Schlange quasi erstellt, die die Treppen runtergeht. Nur der Schatten an sich wandelt halt sich so den Stufen hinab. Und das funktioniert nur an diesen bestimmten Tagen, also natürlich an den anderen darauf liegenden ein bisschen weniger, aber an diesen Tagen perfekt. Was halt auch krass ist wieder, warum das überhaupt so wichtig war für die Menschen. Und das Zweite, was diese Pyramide kann, ist, wenn du davor stehst und in die Hände klatscht, dann spricht die Pyramide zurück mit einem Ton von einem Quetzalcoatl-Vogel, ein Vogel, der halt da in der Region heimatisch ist. Und dieser Vogel ist halt auch die Repräsentation von dem Gott der Maya, die halt in diesem Ort gelebt haben. So, wie verrückt ist es, dass eine Pyramide, wenn du klatscht, ein Sound eines Vogels an dich zurückspielt? Das muss man sich mal vorstellen, bau das mal. Gut, aber die Frage wäre jetzt, wann oder jetzt, was sagt die offizielle Archäologie, von wann ist diese Pyramide und von wann
wird vermutet, dass sie wirklich ist. Also darum geht es ja auch ein bisschen, zu gucken, gab es schon vorher eine Hochkultur? Ja, und das, finde ich, ist eine der spannendsten Fragen. Ne? Also El Castillo an sich, ich glaube, soll so 1100 nach Christus gebaut sein, weil die Maya und Azteken und Inka sind ja jung. Aber die Zivilisationen, über die keiner wirklich sowas weiß, die werden auch so betitelt. Es gibt in Peru zum Beispiel berühmterweise die Pre-Inken-Zivilisation, also einfach die Vor-Inka-Zivilisation, nicht mal einen Namen bekommen. Also echt eine Schande. Die halt auch 3000 vor Christus, also sogar vor den Pyramiden in Giza, in Karal zum Beispiel, habe ich sogar ein Bild mitgenommen, Pyramiden gebaut haben. Und Karal ist ein sehr interessanter Ort, weil es da nicht ein einzige, da wurde nicht eine einzige Waffe gefunden. Es gibt gar keine Beweise, dass es da irgendwann mal Krieg gab, aber es gibt halt so Beweise für psychedelic so Benutzung. Mhm. In dem Schamanismus, vor allem in Südamerika, ist ja auch Ayahuasca, wird ja immer populärer. Mhm. Aber diese Substanzen, die halt bewusstseinserweiternd sind, gibt es halt auch da halt zu finden mit dem Mescalin-Kaktus, glaube ich, haben die da sehr viel gemacht. Und das ist jetzt mal auf dem Bildschirm ist Karal, also eine dieser Pyramiden, hat man wahrscheinlich auch noch nicht gesehen, weil da redet keiner drüber. Und das ist 3000 Jahre alt und du hast sogar, was ich sehr interessant finde in dem Zusammenhang, ist dieser Kreis, den du vor dieser Pyramide siehst. Es gibt eine ähnliche Struktur im Pueblo Bonito, also in Chaco Canyon in Nordamerika. Sieht genau, wirklich genau gleich aus, nennt sich Kiva, wo wir auch nicht wissen, was das unbedingt war. Normalerweise ist es auch so ein Meme, so ein Running Gag, wenn man will, in der so Archäologie oder halt auch diese Hinterfragen der Archäologie, Pseudo-Archäologie, nennen wir es so. Ja. Das weil immer, wenn Archäologien, also wenn die Archäologen nicht wissen, was es ist, sagen die immer, es war ein Ritual. Es war ein Ritualort. Also das ist ja auch da, die Kiva, Ritualort. Und es ist einfach faszinierend. Und diese Gebäude sind halt überall auf der Welt und sehr alt. Und auch selbst in Südamerika gibt es Orte wie Teotihuacan, wo riesige Pyramiden stehen. Riesige Pyramiden. Und die Originalgeschichte ist, dass die Azteken diesen Ort nur gefunden haben. Die Azteken haben es gefunden. Wir haben keine Ahnung, wer es gebaut hat. Das ist die offizielle Geschichte. Und es gibt viele interessante Merkmale auch bei den Pyramiden. Zum Beispiel gibt es flüssiges Quecksilber unter dieser Pyramide, wo man sich auch fragt, wie ist das überhaupt da hingekommen und warum? Sagen die auch wahrscheinlich wieder Zufall, ne? Oder Ritual. Das ist halt immer die zwei Optionen. Und flüssiges Quecksilber findet man aber auch in Pyramiden in China zum Beispiel. Worauf würde das hindeuten? Es ist halt, da gibt's halt jetzt unglaublich viele Theorien. Also eine der Theorien ist halt quasi, dass in unserer Vergangenheit hatten wir viel, viel weiter fortgeschrittene Technologien. Wenn du jetzt von Vergangenheit sprichst, sag doch mal eine Zahl, damit man das einordnen kann. Sagen wir mal vor der Eiszeit. So sagt man das. Aber also da, wo eigentlich noch geglaubt wird, alle seien primitiv. Ja. Ja, also es gibt auch ein sehr berühmtes Buch von Ignatius Donnelly, 1882, eins meiner Lieblingsbücher, was es überhaupt so in diesem Thema gibt. Und das ist halt die Andeluvien-Zivilisation. Und das geht halt davon aus, dass diese biblische Flut, wie man sie kennt, dass es die gab und überall auf der Welt Zerstörung angerichtet hat, genau wie in der Bibel. Es haben wenige Menschen überlebt und die haben halt die Menschheit wieder aufgebaut. Mhm. Diese Geschichte findet man allerdings nicht nur in der Bibel, sondern in 200 verschiedenen Versionen überall auf der Welt. Es ist immer die gleiche Geschichte. Es gab Leute, die haben sich nicht mehr um Gott gekümmert, sage ich mal. Und dann kam eine Sinnflut. Und es wurde immer ein Pärchen mit vielleicht ein paar Tieren Bescheid gesagt, okay, kletter mal auf den Berg, oh, versteck dich in dem Baum, bau dir ein Kanu, bau dir eine Arche und tu alle Tiere rein oder spring in diesen Fisch rein, so wie Manu im hindischen Glauben. Und es ist halt, wenn man sich das mal vor Augen fühlt, dass es halt diese 200 Versionen gibt, dann muss man sich auch fragen, ist das wirklich ein Mythos? Oder ist es Realität? Und gab es halt weit entwickelte Zivilisationen vor dieser Flut, vor der Eiszeit, die halt wirklich weitere Technologie hatten und die Möglichkeit hatten, einfach auch in anderen Formen, als wir uns das heute vorzustellen, Steine zu bewegen?
Da gibt's also um da mal ganz kurz einzuhaken, Philipp, das bedeutet, wenn man jetzt von einer Hochkultur spricht, wie du es jetzt benennst vom Zeitpunkt her, das wäre dann vor 12.000 Jahren, 13, 15, 20. Ich glaube, in Gudum Padang hat Graham Hancock gesagt, da haben sie Schichten gefunden, die irgendwas auf 24.000 Jahre oder so schließen lassen. Also, aber wie weit auch immer, auf jeden Fall wesentlich früher. Ja, aber sowas gab's da noch nicht. Ein Handy. Ja, also naja, nur jetzt mal, um es mal so ein bisschen pragmatisch wieder in die heutige Zeit zu holen. Also wenn man von Hochkultur spricht, wobei man sich ja auch fragen muss, ist das hier wirklich Hochkultur? Also ich habe ja eher das Gefühl, es verblödet uns alle. Aber wie sah denn dann so eine Hochkultur aus deiner Sicht? Was konnten die Steine bewegen, sagst du, auf eine möglicherweise mystische Art und Weise? Ja, so eine der interessantesten Theorien finde ich sogar mit Geräuschen, mit Sound. Also es gibt ja ein berühmtes Zitat von Nikola Tesla, so das Universum ist aus Frequenzen, Energie und Vibration. Und wir benutzen ja auch Sound, um Sachen zu bohren. Es gibt ja Ultraschallbohrer zum Beispiel. Und man kann halt auch so mit der Technologie, die wir heute haben, so bestimmte Objekte, halt wenn sie klein sind, auch so schweben lassen mit Lautsprechern und allem Möglichen. Dann gibt's ja die interessante Wissenschaft, wahrscheinlich auch eine Pseudowissenschaft, wer weiß es, die Cymatics, Kimatiken. Es ist halt die Art und Weise, wie Vibration und Geräusche Formen verändern können. Es gibt da ein ganz berühmtes Experiment, wo du halt einfach Sand auf eine Glasscheibe tust und einfach darunter einen Speaker tust, der halt verschiedene Herzfrequenzen abspielt. Und mit jeder Frequenz ändert sich der Sand auf dieser Glasscheibe und formt sehr strukturierte Muster. Von diesem Geräuschen. Und ich glaube, wenn wir von dieser Hochkultur reden, die halt vielleicht vor 10.000, vor 20.000 Jahren sehr aktiv war, glaube ich, dass die in der Lage waren, diese Energien von der Natur, diese natürlichen Energien, aber auch diese, sei es mit bestimmten Musikinstrumenten, Steine vielleicht sogar zu bewegen. Weil wir wissen ja auch, selbst Quantumphysik, dieser Tisch vibriert auf einer bestimmten Frequenz. Wir alle haben ein Energiefeld um uns herum. Und das ist ja immer mehr, man redet da ja, vor 20 Jahren hätte man gesagt, oh, Esoterik, was weiß ich, ne, wir sind alle Energiewesen, was auch immer. Aber jetzt ist ja Quantumphysik der neueste Stand, dass alles vibriert und wir alle vibrieren. Und wenn wir das uns mal vorstellen, uns diesen rationalen Gedanken, der ja eigentlich sowieso verfällt, wenn man über Quantumphysik redet, dann kommt man an einen Ort, wo man sich auch vorstellen könnte, dass viele dieser antike Zivilisationen vielleicht die Möglichkeit hatten, diese mehr natürlichen oder natürlichen, aber diese welteigenen universellen Sachen wie Energie oder Vibration besser zu nutzen. Also hatten die jetzt ein Smartphone? Ich glaube nicht. Aber hatten die eine Art und Weise, mit sich zu kommunizieren, das vielleicht auf eine Weise stattgefunden hat wie Telepathie oder... Wir gucken uns ja diese Dinge immer an aus dieser Sicht, die wir heute haben. Und dann sagen wir, oh, ist ja unrealistisch. Mit den Möglichkeiten, die wir kennen. Eben. Aber es ist ja nur eine Art und Weise zu leben. So hat sich unsere Zivilisation jetzt entwickelt, ne? Wir sehen ja auch da, wo wir gerade hinkommen. Ich wollte gerade. Und damals war das vielleicht einfach so, dass es viel mehr mit der Erde ging, als wir das heute tun. Und dass die viel mehr so darauf Wert gelegt haben. Wir haben ja auch dieses Dogma der kontinuierlichen Entwicklung, dass es also immer nur besser wird, schneller und ausgefeilter, also und immer technischer, immer weiter weg. Da sind wir beim Transhumanismus am Ende, immer weiter weg von der Natur. Wenn man sich diese alten Gebäude aber anguckt, von denen Philipp eben hier auch spricht, dann sieht man, dass die meistens in mehreren Epochen erbaut wurden. Und das, was am ältesten ist, ist am weitesten fortgeschritten. Also die untersten Schichten, zum Beispiel in Baalbek, ist auch ziemlich bekannt, das wird den Römern zugeschrieben. Da sind die untersten Schichten riesig, unglaublich tonnenschwere Blöcke. Und darüber wird es immer dilettantischer. Und das kann man überall auf der Welt beobachten, also auch vor allen Dingen in Südamerika. Also auch diese Maya und Azteken, das wird dann immer alles den Maya zugeschrieben, weil die da irgendwie tatsächlich auch mal waren. Aber wenn man sich das anguckt, dann
dann sieht man, dass das eindeutig aus verschiedenen, also vollkommen verschiedene Bautechniken sind. Und das, was am untersten, also das eindeutig das älteste ist, weil es unten ist und alles andere draufgebaut ist, das ist viel präziser. Das heißt, dieses Dogma, dass alles irgendwie besser wird und sich immer verbessert, das ist tatsächlich sehr starken Zweifeln unterzogen eigentlich. Das ist ein genialer Punkt. Das ist sehr gut, dass du das aufbringst. Das war mir im Gehirn gerade eben, aber es ist super, dass du es sagst, weil das ist, das kann man vor allem sehen, zum Beispiel auch in simplen Gegenständen wie Töpfe. Wenn man sich das älteste Königsreich in Ägypten anguckt, dann findet man Granitvasen mit poliert, sonst was. Und Granit ist ja einer der härtesten Steine. Und wie gesagt, in der Mainstream sagt man ja Hammer und Meißel, ne? Ist ja auch nochmal eine andere Sache. Mach mal erstmal so eine Granitvase, Hammer und Meißel, mach die perfekt, also perfekt. Und je neuer wir halt zu dieser Neuzeit kommen, desto schlechter werden Vasen, desto schlechter werden diese Gegenstände. Und wo ergibt das Sinn? Und auch mit den Pyramiden zum Beispiel, die ältesten Pyramiden sind die schönsten. Und danach, die Pyramiden, die danach gebaut wurden, die meisten sind kaputt. Oder selbst jetzt, so, keiner baut jetzt mehr wirklich Pyramiden. Naja, aber wir sind ja heute, vor allem, aber das passt ja auch ganz gut zu dieser Technik, die auch immer schlechter wird, wenn man so will. Also kann mich noch dran erinnern, vor 30 Jahren bei meinen Eltern eine Miele-Waschmaschine, die hat 20 Jahre gehalten. Heute ist es so, dass selbst die nach, weiß ich nicht, drei Jahren zum ersten Mal muss der Service kommen. So war es bei mir zumindest. Also das heißt, es sind zwar immer mehr Funktionen, das Auto kann auch immer mehr am Ende, aber ich sage immer, wenn ich irgendwie ein Auto bekomme, dann weiß ich nach drei Jahren, wenn ich es wieder abgebe, wenn die Leasinglaufzeit vorbei ist, kenne ich noch nicht mal 10% der Funktionen. Ja, aber es könnte theoretisch wesentlich mehr, aber es ist dadurch auch anfälliger und geht schneller kaputt. Ja, also ich finde das auf jeden Fall auch ein sehr guter Punkt. Aber in der Antike ist es halt wirklich, du hast eine super Vase und je mehr du in die Neuzeit kommst, desto schlechter wird die Vase und hat auch nicht mehr Funktion. Also vielleicht kannst du die Vase für andere Dinge benutzen, aber ich sag nicht, dass die jetzt so effizienter wird. Also die Ausmaße sind aber auch exorbitant. Also wenn du von diesen Vasen erzählst, das ist eben, die sind aus einem Stein und sind Millimeter dünn. Ja. Aber eben, also im Prinzip so, als ob man das töpfern würde. Aber sie sind eben aus einem... Also sie sind fast mit Händen nicht... Also es braucht fast eine starke spirituelle Energie dazu, um zu dem Ergebnis zu kommen. Naja, das ist... Ich meine, stell dir vor, du nimmst einen Granitblock. Das ist so ziemlich das härteste Gestein, was es gibt. Ja. Und daraus wird eine Vase geformt oder ein Behältnis, was einen Millimeter dünn ist. Und es ist nicht auf einer Drehbank, mit einer Drehbank gemacht, weil es hat auch Griffe dran, die man nicht mitdrehen könnte. Aber es ist auch nicht wie beim Töpfern, dass man sie dann einfach ansetzt und dann brennt. Also das ist total absurd. Das heißt, das müssen Techniken gewesen sein, die nie erforscht wurden bisher, oder? Und du kannst das ja aber auch nicht, du kannst das ja aus dem Stein auch nicht raushauen, weil es ist glatt und poliert. Also eindeutig muss es in irgendeiner Drehbewegung gefertigt worden sein. Oder im Prinzip, man könnte es heutzutage, könnte man es mit dem Laser ausschneiden, möglicherweise. Aber ja, aber oder eben mit einer geistigen Kraft. Nach dem Verständnis, was wir haben, haben die aber keinen Laser gehabt, sondern Bronze- und Kupferwerkzeuge. Da kannst du ja mal versuchen, auf Granit rumzuhämmern mit einem Kupferhammer. Ja, aber das meine ich ja. Das ist vielleicht einfach spirituell oder geistig so hoch entwickelt, dass damit mehr möglich war. Vielleicht. Also als wir es uns jemals vorstellen können. Das ist können. Der Punkt. Wir wissen es halt nicht, aber die Frage darf auch nicht gestellt werden. Ja, und da sind wir halt wieder bei der Box. Wir sind jetzt absolut außerhalb. Ne? Genau, ja, Gott sei Dank. Da wollen wir hin. Alle Hüte auf. Out of the Box. Ja, ja. Und kriegen morgen einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen darüber. Na, das glaube ich nicht. Na, gute Promo immerhin. Ja, das, genau. Den Spruch kenne ich noch von einem ehemaligen Kollegen von mir, der immer gesagt hat, any promotion is good promotion. Ja, ist fair. Ja. Das ist auch, sieht man auch sehr in der Neuzeit. Ne? Gibt ja viele Leute, die so mit Polisieren ihren Erfolg gemacht haben. Aber ja, es ist halt... vielleicht, wenn man das schon mal anspricht, kann man das vielleicht so ein bisschen so alterstechnisch
da so ein bisschen über die Sphinx reden zum Beispiel, weil die Sphinx, wie manche da auch wahrscheinlich das nicht wissen, wurde auch aus einem einzigen Block geschnitzt. Es ist nicht so, dass die einfach gebaut wurde mit Ziegelstein oder was weiß ich. Es ist ein einziger Steinblock, der geschnitten wurde. Und da habe ich auch ein sehr interessantes Bild mitgebracht. Und das ist zum Beispiel die Analyse von Robert Schock. Du hast, also auf der Seite siehst du ja dieses Becken. Mhm. Das ist das Rand des Sphinxbeckens. Und was man da klar erkennen kann, und ich bin kein Geologe, aber es ist seine Analyse, dass man da Wasserschaden erkennen kann. Und Wasserschaden, der so gravierend ist, weil es ist ja in der Wüste, ne, in der Sahara, eine ganz, einem Eckpunkt, dass es da seit so langer Zeit nicht mehr lang genug geregnet hat, damit da dieser Wasserschaden entsteht. Dann sagen Leute vielleicht Lokalfluten des Nils, weil der Nil überflutet ja auch sehr oft. Da sprechen aber die Experten, also so Graham Hancock, Robert Schock, die sprechen dagegen, halt genau, weil es dieser Regenfluss ist und nicht dieser Überflutungsfluss, sag ich mal. So zum Beispiel. Und wenn das nun mal der Fall wäre, das letzte Mal, dass es halt so geregnet hat in Ägypten, wäre ungefähr so vor 5000 vor Christus, was halt dann schon mal die Sphinx 2500 Jahre älter machen würde, als sie jetzt so beschrieben ist. Dazu kommt ist, dass der Kopf der Sphinx, ne, der berühmte Kopf ohne Nase, ist viel zu klein für den Körper. Das heißt, es gibt da die Theorie, dass ja auch, also die soll auch zum gleichen Zeitpunkt gebaut worden sein wie die große Pyramide von Giza. Das heißt, nicht nur haben die da diese Pyramide hingekloppt in 27 Jahren, die haben dazu auch noch Spaß, diese Sphinx dahin geklatscht. Und dieser Kopf soll angeblich von dem Pharao einfach neu geschnitzt worden sein. Aber es war ursprünglich mal ein Löwe, was ja auch sehr erleuchtend ist, weil halt ein Löwe auch in Afrika sehr, sehr hoch angesehen ist. Mhm. War ja auch eine Göttin, Sekhmet. Und da gibt es eine Theorie von Robert Bovall, der sagt, dass vor 10.250 Jahren vor Christus die Sphinx, wenn sie einfach nur gerade ausgeguckt hätte, perfekt die Sternkonstellation des Löwen angeguckt hätte. Was auch ein interessanter astrologischer oder astronomischer Marker wäre, der ja auch Sinn ergeben würde. Wenn wir wirklich diese astronomische Auslegung überall auf der Welt haben, dann würde doch auch bei der Sphinx Sinn ergeben, dass die da eingebaut ist. Also auch interessant. Und es gibt halt viele dieser Ansatzpunkte, wie zum Beispiel in Pumapunku, vielleicht habe ich auch ein Bild mitgebracht, das auch mal so mit dieser Technologie, das kann man da auch gut beiführen. Pumapunku ist auch so ein Ort, da hat keiner wirklich eine Ahnung, was es ist. Es ist auch in den Anden, ganz hoch oben, super unerforscht. Also ich glaube, 10% wurden ausgegraben. Und wenn du jetzt da hingehst, dann sagen wir, lass mal den Rest unter der Erde. Weil du da Steine findest, die perfekt 90 Grad geschnitten sind, überall. Du hast diese Granit oder ich glaube auf jeden Fall auch harter Stein, der halt mit diesen perfekten Kreisen, mit Bohrlöchern zum Teil, so sieht das aus, versehen wurden oder mit diesen komplett rechten Winkeln, wo man sich einfach nur fragt, okay, haben die hier Lego gespielt und diese Steine so aufeinander gestapelt? Da passt auch wieder wunderbar deine Frage auf deinem TikTok-Kanal, how did they build it? Du sprichst da ja Englisch, aber how did they build it? Also wie haben die das gebaut? Wie haben die das gemacht? Absolut. Und das, diese Serie, die ich ja mache, how did they build it? How? Ja, danke. Das, so sieht's aus. How? Nochmal. How did they build it? Cool. Ja, genau. Und da stellt sich halt genau die Frage und ich beantworte die nie. Das ist der Witz dieser Serie, ist, dass ich halt genau diese Frage in den Raum stelle, aber ich glaube auch nicht, dass ich in der Lage bin, die zu beantworten. Was ich in dieser Serie mache, ist Fragen stellen. Ein Bewusstsein dafür schaffen, dass irgendwas anders sein muss als das, was wir bisher wissen. Absolut. Oder zumindest die Möglichkeit davon in den Raum zu stellen. Mhm. Und es gibt ja einen Grund, warum so ein TikTok-Kanal wächst oder warum dieses Thema mit Graham Hancock, mit vielen anderen Leuten, die das auch machen mittlerweile online, wie Jimmy Corsetti oder es gibt viele Leute, die sich da wirklich ernsthaft mit auseinandersetzen, die eine unglaubliche Reichweite online haben. Also selbst Erich van Däniken, mhm, ne, im deutschsprachigen Raum, der hat ja auch Bücher verkauft, so an die 60 Millionen Exemplare. Das kommt ja nicht, weil da kein Interesse ist oder weil sich Leute nur darüber lustig machen. Ich glaube, das kommt. Und ich finde auch Carl Jung sehr interessant. Ich bin sehr interessiert an so Archetypen und Symboliken und dieser Lehre dahinter. Dass es halt dieses kollektive Unterbewusstsein gibt.
Und ich glaube, dass dieses Interesse an diesen Themen halt so groß ist, weil unterbewusst viele Menschen merken, oh, warte mal, so das da kommt. Da ist noch mehr. Ja, ja. Weil genau wie, ich stelle mir das so vor, wie unsere Gene selber. Wir haben ja Anteile von unseren Eltern in uns. Warum sollte das Bewusstsein von unseren Vorfahren nicht mitgetragen werden? Und ich finde, das ist absolut einfach nur einleuchtend, dass es der Fall ist. Und dann, wenn man sich die Sintflut anguckt, ich meine, was wäre das für ein kollektives Trauma, wenn die ganze Menschheit ausgelöscht wird? Und dann bist du bei einer Sage wie Atlantis. Ne? Bei dem größten Mythos, Disney-Film, was weiß ich. Ja, ne? Aber das ist auch so, das ist verrückt, weil Atlantis ist so ein Thema, also meine Frau hat im Vorwege des Gesprächs auch gesagt, frag ihn unbedingt nach Atlantis. Atlantis ist so ein Thema, wenn man das googelt, dann kommt ein Disney-Film und irgendwie so eher so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Nonsens. Aber alles, was in die Richtung geht, dass da möglicherweise mehr dran ist, wird auch schon gleich wieder in dieses kann nicht sein und ist irgendwie Verschwörungstheorie, ist Schwachsinn, ist nicht bewiesen, Achtung, 1000 Ausrufungszeichen. Ja. Was weißt du denn über Atlantis, Philipp? Uff, Atlantis ist für mich ein sehr interessantes Thema, weil ich habe also aktiv wirklich so die letzten, also im letzten Jahr habe ich 4-5 Monate aktiv danach gesucht sogar. Mhm. Ich war auf den portugiesischen Inseln der Azoren, weil ich persönlich glaube, dass es dort, also da, wo die Azoren heute sind, der realistischste Ort ist für den Kontinent Atlantis. So. Okay, also bei Wikipedia habe ich gelesen, vermutet wird Atlantis in der Bucht von Neapel. Atlantis wird überall vermutet. Ich glaube, es war Wikipedia. Ja. Ja, Wikipedia sagt auch viel, wenn der Tag lang ist. Ne? Ja, ja, schon klar. Aber irgendeine Grundlage brauchte ich bei dem Thema. Und wenn sie auch genau. noch so falsch sein sollte, um auch mit ein bisschen Wissen zu glänzen, was vielleicht gar nicht stimmt. Nee, was wahrscheinlich nicht stimmt, weil du dich viel besser auskennst. Aber auch das ist wieder so erstaunlich. Darauf möchte ich nur gerne hinweisen. Was da steht und was du uns jetzt erzählst, wo du es vermutest oder wo du es suchst. Absolut. Also Bucht von Neapel war das. Mhm. Also ich meine, da gibt's ja, ich glaube, die Insel Thera im Griechischen ist so im Mediterranen so das berühmteste, weil das da so einen Vulkanausbruch gab, der die ganze Stadt zerstört hat. Aber es passt für mich so gar nicht. Also ich finde, man muss anfangen mit Atlantis, mit dem ältesten Text, der auf Atlantis hinweist. Der griechische Philosoph Platon, der auch recht berühmt ist, sage ich mal. Der hat ja in seinem Dialog von Timaeus und Critias, Critias und Timaeus, glaube ich auf Deutsch, schreibt er über die Geschichte der Menschheit. Und er ist es nicht selber, der Atlantis beschreibt. Und zwar ist es sein Großvater Solon, der einen ägyptischen Hohepriester in der ägyptischen Stadt Sais aufsucht. Und dort fragt er, hey, wie ist das eigentlich mit uns Menschen. So, wo kommen wir her? Wo haben wir angefangen? Sind ja auch eigentlich so grundlegende Fragen, die man auch heutzutage nicht mehr so wirklich stellen darf. Aber das mal davon ab. Und dieser Priester erzählt dann seinem Platons Großvater, dass die Erde schon 7-mal eine Sintflut oder zerstört wurde durch eine Naturkatastrophe. Und die letzte davon war Atlantis. Und Atlantis war eine weit entwickelte Zivilisation, die sich im Atlantischen Ozean befand hat. Also genau das sagt er nicht. Er sagt außerhalb der Säulen von Herkules. Die Säulen von Herkules in der Antike ist die Straße von Gibraltar. Wann soll das etwa gewesen sein? Das ist nämlich die Sache. Es passt perfekt auf die letzte Eiszeit und die Sintflut-Geschichte quasi, die überall stattfindet. Also 11.600 Jahre vor Christus soll diese Zerstörung gewesen sein, in einem Tag und in einer Nacht, so sagt man das. Jetzt, bevor ich mit Platon weitermache, gibt es da eine wissenschaftliche Sache, die sehr interessant ist dazu. Und zwar wurde in Grönland mal das Eis gemessen. Und in Grönland wurde tief gebohrt und die haben die Eis rausgezogen. Und dieses Eis, es nennt sich Pulsewater Melt 1B. Meltwater Pulse 1B. Genau so rum. Und in dieser Analyse hat man festgestellt, dass 12.800 Jahre vor Christus ist die Temperatur in Grönland auf einmal rasend schnell nach unten gegangen. Ja. Dann war es sehr kalt. Und 11.600 Jahre ist es rapide angewachsen. Und wie passiert das? Und es gibt halt Theorien,
Die berühmteste davon ist halt die Asteroiden-Einsturz-Hypothesis, also Hypothese des Asteroideneinsturzes. Weil ich meine, was würde passieren, wenn ein Asteroid auf eine Eisfläche knallt? Das wäre die Sintflut. Ja. Absolut. Und da gibt's halt jetzt, ich meine, das an sich ist eigentlich schon sehr aussagekräftig. Es gibt auch viele Indizien, wie zum Beispiel in der Sahara gibt es riesige Sandhügel, dass die aussehen wie eine Düne. Das kann man auf Google Earth, also auf Satellitenbildern, wenn man sich da die Sahara anguckt, sieht man, das sieht so aus, als wäre da eine gigantische Wassermasse einfach über die gesamte Wüste geflogen. Also das ist auf jeden Fall interessant. Und Platon redet halt darüber, dass diese Zivilisation Krieg geführt hat, sogar mit Athen, obwohl das halt auch, finde ich, vielleicht dann so ein bisschen gespinnt wurde, um dieser griechischen bisschen Patriotismus einzuhauchen, weil da geschrieben wird, dass Athen gegen Atlantis gewonnen hat. Aber Atlantis wird beschrieben als ein Kontinent außerhalb der Straße von Herkules, und dann gibt's halt so ein paar Ecksteine, wie zum Beispiel die Stadt war kreisförmig, sie hatte Steine, die waren rot, weiß und schwarz, es gab heiße und kalte Quellen, man konnte zweimal im Jahr ernten, im Winter und im Sommer, es gab Elefanten, und es wird halt so ein bisschen so dargestellt und ausgemalt. Und wenn man diese Quelle sich so anguckt, gibt es ein paar Orte, die direkt herausstechen, sage ich mal, wie die Azoren. Also selbst Ignatius Donnelly, 1882 in seinem Buch, beschreibt er die Azoren, oder das, es nennt sich Mid-Atlantic Ridge, also die, es gibt ja, wo die Azoren sind, treffen sich drei tektonische Platten. Was auch relativ selten ist, sage ich mal. Die nordamerikanische, die eurasische und die afrikanische. Und die treffen sich alle, und darüber sind die Azoren, weshalb es da auch sehr viel Vulkanaktivitäten gibt und Erdbeben. So, und wenn ein Asteroid auf einen so, vor allem wenn es Grönland war, was man halt vielleicht davon ausgeht, dann sind die Azoren ja südlich darunter. Das heißt, die Wassermasse hätte es komplett erwischt. Aber vielleicht war dieser Asteroid auch so groß, dass diese tektonischen Platten sich verschoben haben. Und dann sind wir ganz schnell bei diesem Mythos, Atlantis wurde vom Meer verschluckt, in einem Tag und in einer Nacht. Weil wenn sich diese Spalte öffnet und da diese Insel so komplett reingezogen wird, sage ich mal, ist dann vorbei. Ist vorbei, ja. Ist vorbei. Und ich finde die Azoren interessant aus mehreren Blickwinkeln. Einmal, während der Eiszeit gibt es ja den Golfstrom. Und der Golfstrom würde, wenn die Azoren damals eine größere Insel waren, dann würde dieser Golfstrom perfekt um die Azoren rumfließen. Und selbst heute noch ist das Wasser rund um die Azoren so tropisch, dass man da zweimal im Jahr ernten kann. Was ja auch da beschrieben ist. Es gibt warme Quellen, es gibt kalte Quellen, also die Natur da ist atemberaubend. Also diese ganzen Beschreibungen, die Platon gibt für Atlantis, passt eigentlich perfekt auf die Azoren, wenn die halt damals größer geworden sind. Dazu kommt, dass es auch sehr Archäologie in Portugal, gibt es auch eine interessante Geschichte zu. Und zwar gibt es auf den Azoren heute noch 140 Pyramiden, wo auch keiner drüber redet. Lustigerweise, als ich gestern im Hotelzimmer war, habe ich irgendwie, ich glaube, SWR oder so angemacht, und da lief eine Doku über die Azoren, und in dem Moment, als ich eingeschaltet habe, haben die ein Mauritius, also so eine Pyramide gezeigt. Habe ich auch ein Bild mitgemacht, Bild mitgebracht übrigens, ja. Erzähl. Die Pico, glaube ich, Pico heißt das. Diese grüne, überwachsene Pyramide. Genau. Ja, so, das ist ein Mauritius, die sind bis zu 15 Meter hoch, und jetzt wird's halt ganz lächerlich, in meinen Augen. So, ja. Weil die Azoren... Bin gespannt. Ja, also ich kann's wirklich nicht glauben. Die Azoren an sich, sagt man, waren, da war niemand, bis die Portugiesen die Insel dann quasi erobert, nicht dann besiedelt haben, in 1427 nach Christus. Und dann gibt es diese 140 Pyramiden, weil die Farmer Platz brauchten für ihre Felder. Also haben sie 140 Pyramiden über der Insel gebaut, die halt alle so diese Stufen haben und exakt gleich aussehen wie Pyramiden, die man zum Beispiel auf den Kanarischen Inseln finden kann. Wo wir wissen, okay, das sind Pyramiden. Zufall, ne? Ja, Zufall, natürlich.
Wie immer, ne? Es ist, manche sind auch ausgehöhlt, es wurden Artefakte da drin gefunden, aber es ist halt alles portugiesisch. Es ist nichts davor. Es gibt auch einen Fund auf einer der, ich glaube, der kleinsten Insel Corvo, da wurde eine Reiterstatue gefunden und ein Schwert und phönizische Münzen, was ja auf jeden Fall hindeutet, dass Leute vorher da waren. Es gibt auch Tempel in Terceira, die von den Phöniziern oder von einer Zivilisation vor den Portugiesen gebaut sein soll. Aber sobald da irgendjemand irgendwelche Nachforschungen stellt, wird Archäologie halt abgeschlossen. Es gibt einen Archäologen, Nuno Ribeiro, der darüber halt so ein bisschen berichtet hat. Aber selbst er kann seine Forschung nicht weiter ausführen, weil es halt, es wurden von Farmern gebaut und die Frage ist abgeschlossen. Da muss man sich nicht weiter stellen. Aber wieso haben sie die gebaut? Du sagtest, um Platz zu schaffen für, also sie haben quasi die Steine einfach vom Feld geräumt, damit sie anbauen oder wie? Absolut, aber dann so. Ach, und dann haben sie die da hingeworfen und dann sind zufällig eben diese Pyramiden, also. Ja, also ja. Wie man das halt so macht, wenn man ein Farmer ist, der unbedingt ein Feld braucht. Du legst diese Steine super strukturiert zusammen, dass es halt 15 Meter hohe Pyramiden werden, die halt auch Stufen haben. Das ist ja ganz, ganz realistisch. Ich war bisher nur auf São Miguel, was die größte Insel der Azoren ist. Die Pyramide jetzt auf dem Bildschirm ist auf Pico. Das ist eine kleinere Insel. In São Miguel gibt es diese Strukturen nicht, die sollen nur in Pico sein. Ich habe aber welche gefunden. Also jetzt wird es nämlich noch komischer, weil wenn es so auf einer Insel so ist, okay, ich finde ich auch lächerlich, aber es gibt die halt auch auf mehreren Inseln, zumindest auch noch der Hauptinsel. Was dann halt auch wieder so Fragen aufwirft, so okay, haben die das jetzt einfach so wieder fürs Feld gemacht? Und die Orte, wo ich diese Pyramiden gefunden habe, war zumindest heutzutage nicht unbedingt ein Feld. Also wenn ich dir zuhöre, zwei Fragen schießen mir durch den Kopf. Einmal die Frage, auf die wir unbedingt gleich auch nochmal eingehen müssen, ist cui bono. Also wer profitiert davon oder profitiert überhaupt jemand davon oder warum soll das nicht rauskommen oder warum soll das nicht weiter erforscht werden? Also das wäre die eine Frage. Ja, also wer davon profitiert? Und die zweite Frage, die diese, ich sage mal, Wissenschaft jetzt schreiben, also diese offizielle Wissenschaft, das sind Farmer gewesen, die haben Steinhaufen gemacht, um es jetzt mal ein bisschen und das sind jetzt, Entschuldigung, das sind jetzt zufällig Pyramiden geworden. Ja, also da käme man sich doch jetzt als Wissenschaftler eigentlich blöd vor. Also sich damit zufrieden zu geben. Also ich glaube dir, ich meine, ich konnte das jetzt alles nicht überprüfen, aber ich glaube dir jetzt einfach mal, dass das, was du mir erzählst, kein Quatsch ist, sondern wenn das so ist, ich habe nur 1000 Fragezeichen im Gesicht. Ja, das hat halt jeder. Und deswegen ist es wichtig, dass dieses Thema der antiken Geschichte mehr beleuchtet wird, weil ich glaube, diese Fragen zu stellen, ist mit das Wichtigste. Und es gibt so, wenn du sagst, wer profitiert, da ist mir ein Zitat von George Orwell eingefallen, ja, aus seinem berühmten Buch 1984. 84. Derjenige, der die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Gegenwart und kontrolliert die Zukunft. Und wir leben ja, also ich sehe quasi die Vergangenheit ein bisschen als der Kontext für den aktuellen Moment, in dem wir uns befinden. Das musst du mal erklären. Ich meine das in dem Sinne, dass wenn wir leben ja in diesem sehr materialistischen Zeitalter und Zeitgeist, dass halt dieser Gedanke des Materialismus dadurch halt quasi bestehen bleibt, dass halt Kolonialismus, Kolumbus hat Amerika gefunden, so diese ganzen europäischen, ne, Eroberungen, sag ich mal, und dass diese Antike halt primitiv war und wir am weitesten entwickelt sind. Und je mehr man sich dann halt Sachen anguckt, wie okay, warum wurden Pharaos gefunden, die Tabak im Blutsystem hatten, wo Tabak nur in Südamerika vorkommt, dann muss man sich eigentlich direkte Frage stellen, okay, dann muss es da ja eine Verbindung gegeben haben. Aber dann wird halt das irgendwie immer so komplett beiseite gelassen oder wird gar nicht drüber geredet. Und deswegen hört man von diesen Sachen nicht. Und es ist halt die Frage, wer profitiert davon? Da landet man halt auch schnell so an so einem Punkt, wo man halt wieder diese Box hat. Und es wirkt halt, in dieser Archäologie wirkt es halt, es gibt diese Box, und aus der wird nicht rausgetanzt. Es wird diese Linie gefahren und wenn du versuchst, von dieser Linie abzukommen, dann wird deine Forschung unterbunden. Das ist so wie in der Schulmedizin, dass die Homöopathie Quatsch ist.
So, da darf man nicht weiter forschen. Oder beziehungsweise es wird gleich gesagt, ist Quatsch, das sind irgendwelche Zuckerkügelchen. Wer daran glaubt, dem ist nicht mehr zu helfen. Das heißt, möglicherweise könnte die Angst sein, wenn du das Orwell-Zitat nimmst, dass es Hochkulturen gab, die spirituell so viel weiterentwickelt waren, als wir es heute sind, dass das rauskommen würde, welche, also wie machtvoll der Mensch ist, wie schöpferisch der Mensch ist. Ja. Ist es das, wovor man Angst hat? Ich glaube, weil es uns in einer gewissen Art und Weise klein hält. Na, also es gibt ja so viele Religionen, die halt davon reden, dass wir Gott sind oder Teil des Universums. Mhm. Und ich persönlich bin der Meinung, dass alles Bewusstsein ist. Also dass das Universum Bewusstsein ist, dass alles so eine bewusste Energie hat. Und wenn wir uns dieser bewussten Energie von uns selber nicht selber bewusst sind, dann ist es halt viel leichter, uns, sage ich mal, so zu kontrollieren. Ja, weil es ist ja auch, selbst wenn man das Mittelalter sich anguckt, hatte man ja einen König und dann gab es ja diese Pyramide. Ne? Und da wolltest du ja auch nicht, dass die Bauern anfangen, weil die sind ja viel mehr als die Könige, anfangen, die Könige zu überrennen. Also musstest du die entweder komplett aushungern lassen. Das war ja so damals so auf dieser physischen Ebene. Aber heutzutage, wo wir halt mehr Wissen, immer mehr Wissen zur Verfügung haben, wird es halt schwerer, diese Pyramide aufzubauen, weil in unserer Zivilisation ist es halt nicht so unbedingt mit Nahrungsknappheit. Auch natürlich ist das ein Fakt in manchen Orten. Aber für uns ist es, glaube ich, viel mehr so diese Wissensunterdrückung. Es gibt ja auch eine riesige Bibliothek unter dem Vatikan. Ich will gar nicht wissen, was die da für interessante Bücher drin haben. Die natürlich, der Laie hat da natürlich keinen Zugriff drauf. Ja. Zugriff drauf. Also ich glaube, diese, es ist mehr so eine Wissenspyramide und deswegen ist antikes Wissen einfach auch, weil es diese spirituelle Natur hat, so wertvoll und deswegen diese Linie zu fahren, es kann wichtig sein. Das heißt also, die Spiritualität, die uns möglicherweise retten könnte, die wird so unterdrückt, damit einige wenige, um es jetzt mal etwas flapsig auszudrücken, weiterhin diese Machtausübung und Kontrolle haben, die sie gerne hätten. Weil der spirituelle Mensch ist ein unkontrollierbarer Mensch, ein Mensch, der der auch keine Angst vor irgendetwas hat, auch nicht vorm Tod. Weil wenn du sagst, alles ist Bewusstsein, würde das ja auch bedeuten, okay, wir sind jetzt hier verkörpert, aber, und da gibt's ja auch, wir haben hier auch schon an diesem Tisch Menschen gehabt, die Nahtoderfahrungen hatten, die sagen, dass wenn sie oder wenn du nach oben zurückgehst, bleibst du eben Bewusstsein. Also du verlässt einfach nur deinen Körper. Das heißt, dann müsste ich auch plötzlich gar keine Angst mehr haben zu sterben, weil ich weiß, ich bleibe als Bewusstsein da und dann ist das eben nur im Moment gerade die Erfahrung, die ich in diesem Körper machen möchte oder die Seele machen möchte. Und sobald du keine Angst hast, bist du auch nicht mehr steuerbar, genau, und manipulierbar. Ja. Ja. Eben. Und das mit dem, ich finde das auch interessant, also hier wird es natürlich wirklich kompliziert. Also ich sehe schon dann die Frage, aha, das ist also ja, wer kontrolliert das? Dann müssen die sich ja irgendwie alle abgesprochen haben. Also wie soll das gehen? Wer ist überhaupt die? Also das ist halt eine schwierige Sache. Finde ich aber wieder, ich persönlich finde das aber wieder eigentlich auch einen überflüssigen Gedanken. Ich finde einen interessanteren Gedanken, Beweise dafür zu suchen. Und ich weiß, wir beide unterhalten uns ja oft darüber, dieses Gesetz der Anziehung. Ja. Das ist ja schon ein ziemlich guter Beweis dafür, dass es eben mehr gibt. Das Problem ist nur, jemand, der das noch nicht erlebt hat, dem kannst du es auch nicht erklären. Aber wenn du damit morgens aufstehst und es einfach machst und merkst, ach, funktioniert ja, dann ist das wiederum gar keine Frage. Ne? Dann, also, ich meine, wir stellen uns diese Frage nicht mehr. Andere Leute, die das noch nicht erlebt haben, naja, aber ist das schwierig? Nee, das ist schon klar, dass, also das ist diese Agenda in dem Sinne, oder das ist jetzt diese paar Leute, die mit jedem Wissenschaftler, der Archäologie macht, in Kontakt stehen und sagen, da darfst du nicht weiterforschen. Das ist natürlich Quatsch, aber was schon da ist, und das sieht man ja auch gerade in der modernen Wissenschaft, in der hat ja Spiritualität nichts zu suchen. Da ist man sich ja einig. Und das ist ja diese, aber die Spiritualität. Das wird auch schlimmer. Und es wird immer schlimmer, genau. Und die Spiritualität ist aber eigentlich genau der Zugang zu diesen Themen. Und da sich da aber alle drauf einigen, weil sie wissen, sie werden medial sofort zerstört. Also hier, ich glaube, hast du denn mitgebracht, den Artikel hier über Ancient Apokalypse im Faktencheck, grob falsche Darstellung. Ja, gleich. Also ja. Diese Serie von Graham Hancock, die gerade rausgekommen ist vor einem halben Jahr oder so. Genau. Und es sei gefährlich, sie zu schauen, quasi.
In Deutschland gibt's natürlich jetzt nicht so viele Anfeindungen. Das war auf die Schnelle das Einzige, was ich gefunden habe da in der FAZ. Aber in England hat sich zum Beispiel der Guardian irgendwie seit Jahrzehnten auf die Fahne geschrieben, Graham Hancock also regelmäßig demontieren zu müssen. Die BBC auch. Aber das ist das, was ich meine, Spock, dass eben in dem Augenblick, wo du als Wissenschaftler dich fürs Spirituelle öffnest und nach weiteren Lösungen suchst, wirst du medial, kriegst du sofort eins frontal auf die Nase. Ja, und sie benutzen auch alles, was sie benutzen können. Also ja, du bist dann Rechtsesoteriker oder Schwurbler oder ach, diese genau, ganze oder Mist. Drogensüchtig, weil er eben ja. auch dutzende Male Ayahuasca-Erfahrungen gemacht hat. Dann ist er eben einfach drogensüchtiger oder auf jeden Fall nicht ernst zu nehmen. Gut, das wäre jetzt nochmal ein Thema für sich, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, bei Ayahuasca war ich vor einem Jahr auch noch so, also ich habe das noch nie gemacht und weiß auch nicht, ob ich das jemals machen werde, aber Fakt ist, dass ich, als ich Ayahuasca hörte, dann auch gleich gedacht habe, Droge und immer mehr, aber höre, das ist, wie sagst du es, immer eine Heilpflanze oder das ist eine, ich meine, wir wollen jetzt ja auch nichts Falsches erzählen, aber nennen wir es Medizin. Eine Art Medizin, eine Naturmedizin, wie auch immer. Aber auch es ist einfach, es ist auch egal, also weil wie gesagt, dieses Ayahuasca-Thema wäre jetzt ein komplett neues Thema, das will ich gar nicht aufmachen an dieser Stelle. Aber es zeigt einfach in dem Augenblick, wo irgendjemand aus der Reihe tanzt und in diese Richtung denkt, in die du denkst oder fühlst, man muss ja fast sagen, vieles passiert ja aus dem Gefühl heraus, ja, und eben nicht aus dem Verstand heraus, dass das sofort verpönt ist und halt einfach nicht gewollt ist und unterdrückt wird und bekämpft wird. Ja, also ich finde, also erstmal Psychedelics ist ein sehr interessantes Thema, finde ich, auch in Bezug zur Antike, ich will da nicht groß ausholen, aber es gibt auch sehr viele Indizien, dass es gibt zum Beispiel ein Buch bei John Allegri, glaube ich, der zum Beispiel beschrieben hat, dass das Christentum auf Psychedelic-Pilzen beruht. Und es gibt viele Indizien dafür, dass halt so ein paar Mythen oder halt auch so selbst Höhlenmalerei vor 20.000 Jahren in Algerien, in Tassili-n-Niger, dem Nationalpark da, wo es auch sehr viele antike Ruinen gibt. Also Afrika ist auch wieder so ein Punkt, wo ja, es geht halt gegen den Strich zu sagen, es gab mal großes Zimbabwe ist ein gutes Beispiel, wo es riesige Imperien gab, über die nicht mehr irgendwie geredet wird, weil es einfach nicht passt, weil Afrika ausgebeutet wird. Und es muss ja so bleiben. Und wenn man jetzt sagt, oh, da war mal ganz viel los, ne? Ägypten ist halt noch so ein bisschen in der westlichen Welt wegen dem Mediterranen, aber danach hörst du nichts mehr von Afrika. Aber ich finde es einfach sehr faszinierend, wie doll dagegen angegangen wird. Also auch selbst mit der Frankfurter Allgemeinen, die sagen, es ist gefährlich, sowas zu gucken. Nee, das war jetzt nicht, ich weiß gar nicht, ob das jetzt in dem Artikel stand. Ich habe es irgendwo auf jeden Fall gelesen. Und es war auch irgendwo im Mainstream nach dem Motto, Graham Hancock, lieber Finger davon lassen, gefährlich. Ja doch, der stand tatsächlich. Stand da drin? Ja, okay, also ja. Ich wollte jetzt noch nichts. Gefährlich. Okay, dann steht es da drin, alles klar. Wenn man jetzt mal kurz einen Schlenker macht, also ich finde, wenn man betitelt, dass sich etwas anzuhören gefährlich ist, dann in welcher Form leben wir heutzutage? Aber ich find's einfach nur faszinierend, wie viel Wissen uns diese Antike noch geben könnte. Natürlich kann man sich da jetzt immer die Frage stellen, wer sind die oder warum? Aber im Endeffekt, das finde ich halt das Spannende an dieser Spiritualität, ist es halt auch, weil du gesagt hast, also für mich, ich sehe das so ein bisschen so, um das so wie das Schwert und der Kelch, so ein bisschen wie das Rationale und das so Intuition und Intellekt, die sich so ein bisschen zusammentun. Weil vieles das, was ich halt so nachforsche, hat ja mit dem Intellekt zu tun, dass du dir Sachen anguckst und dann selber so die Schlüsse ziehst, aber es ist halt auch so ein Gefühl mit der Suche nach der Wahrheit, die ja auch, wie mit Peter Hane besprochen wurde zum Beispiel. Genau, den hatten wir auch gerade im After Dark hier. Eben. Und fand ich auch ein super Interview. Und da ging es ja auch so um diese innere Suche der Wahrheit. Die ist ja auch sehr wichtig und auch in allen Gesellschaften oder Kulturen, sage ich mal. Und die geht halt immer so ein bisschen verloren, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist ja gefährlich, dir das anzuhören. Oder dann ist es ja, die wird halt die Wahrheit vorgelegt. Und ich finde es sehr komisch, wie das so alles vonstatten läuft. Ein Satz wollte ich dazu sagen, und zwar hat Peter Hane oft geredet vom jüngsten Gericht. Und das Wort Apokalypse zum Beispiel aus dem Altgriechischen heißt so viel wie der Schleier fällt.
Mhm. Das finde ich interessant, weil man ja auch mit diesem Spirituellen und Materiellen redet man immer von einem Schleier dazwischen. Genau, und Apokalypse heißt das in der Übersetzung, der Schleier. Ja, altgriechisch, okay. Der Schleier fällt. Spannend, weil Apokalypse ja auch sehr negativ wieder geframed ist. Absolut, ja. Aber vielleicht halt auch, weil das bedeutet, dass halt gewisse Leute deren Macht verlieren, wenn der Schleier fällt. Weil ich glaube wirklich, wir sind in so einer Wissensgesellschaft. Und je mehr Wissen langsam durchtröpfelt durch das Internet, deswegen gibt es ja auch so viele Versuche, das zu moderieren. Ne? Wie oft werden Leute Schatten gebannt im Netz, sage ich mal. Aber ich glaube, das ist genau das, was es eben auch zeigt, dass also am Ende, also das ist zumindest meine Philosophie des Lebens oder das, was ich bisher mit meinen 52 Jahren so erfahren habe, am Ende setzt sich immer die Wahrheit durch. Die Wahrheit, die Energie der Wahrheit kommt immer irgendwann ans Tageslicht. Die lässt sich eine Zeit lang unterdrücken und wenn man geschickt ist, kann man die auch eine ganze Zeit lang und auch sicher mehrere Jahrzehnte unterdrücken, aber irgendwann lässt sie sich eben nicht mehr unterdrücken, weil der energetische Aufwand, den du dafür benötigst, so unfassbar groß ist. Also, dass du, ja, dass es irgendwann wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt. Und ich habe gerade das Gefühl, und das ist auch immer dieses, auf der einen Seite hat man das Gefühl, es stehen uns dystopische Zeiten bevor. Und auf der anderen Seite fühlt es sich aber so an, dass gerade so viel in der Klärung ist, dass eigentlich genau das, was gerade stattfindet, nur notwendig ist, damit immer mehr Menschen bewusst wird, was hier eigentlich die ganzen Jahrzehnte über auch unterdrückt wurde an Wahrheit. Ja, absolut. Und worum es wirklich geht im Leben. Ja, absolut. Und das ist nicht der Materialismus. Nee, weil dein Geld nimmst du nicht mit, wenn du stirbst. Also finde ich, ich finde es super spannend und ich glaube, je mehr wir dieses wirklich Spirituelle oder dieses Bewusste, sage ich mal, anknüpfen, dann kommen wir da auch hin. Was ich interessant finde, so ihr redet von der Wissenschaft, die ja immer weiter davon weggeht, sobald jemand Spiritualität sagt, dann ist vorbei. Außer Quantumphysik. So Quantenphysik ist halt, also die Begriffe, die man da hört, sind absolut komplex und muss man erstmal hinterstehen. Aber so Quantenphysik finde ich so genial, weil eigentlich alles, was die so untersuchen und was für Ergebnisse die so hervorbringen, führt zum alten Wissen, führt zur Spiritualität, weil das so, wir wissen durch Quantenphysik, dass alles vibriert, weißt du? Und das ist halt auch im Hermetischen zum Beispiel, hermetisch finde ich sehr interessant, es gibt da so sieben Grundprinzipien. Die sieben hermetischen Gesetze. Genau, und das erste ist, dass alles Bewusstsein ist, dass alles quasi, und ne, wenn man dann sowas hört, wie alles vibriert, dann was ist das, was vibriert? Und wenn diese hermetischen Prinzipien, oder ihr habt auch hier vom Gesetz der Anziehung geredet, dann kommen wir ja genau an diese Orte. Es ist ja genau, wie ich gestern die Fernseher angemacht habe und im SWR lief eine Doku über Zorn und da waren die Pyramiden. So, was sind denn die mathematischen Chancen, dass das wirklich ein Zufall ist? Du jetzt an diesem, wie du es gesagt hast, 20.03., das wusste ich ja auch nicht, einem magischen Tag heute hier sitzt. Eben. Und wir über dieses Thema sprechen. Absolut. Das ja auch wieder in die Weiten des Internets hinausgetragen wird und dementsprechend Menschen erreicht und für was auch immer sorgt. Ja, ja. Aber auf jeden Fall für eine Reaktion. Überhaupt ist das mit dem Internet, wir haben ja immer noch diese Diskrepanz zwischen großer Chance und großer Katastrophe. Ne? Es ist auch wieder so ein krasser Dualismus, finde ich. Aber das ist ja immer so, ja, oder? Ja, auf der einen Seite ist natürlich gerade diese Vernetzung, also dieses Connecting the Dots, da hat das Internet natürlich viel, viel geholfen. Das wollte ich auch nochmal sagen zu dem, ja, warum ist denn die Wissenschaft so am Stillstehen und am Bewahren? Ja, früher war das eben so, da hat jemand in Südafrika irgendwo gegraben und dann hat jemand anders in Südamerika gegraben und dann hat jemand in Ägypten gegraben und die haben aber voneinander nichts gewusst. Die haben auch nicht irgendwann mal rausgefunden auf einer Konferenz irgendwie, dass sie dasselbe gefunden haben. Also das ist auch tatsächlich eine Möglichkeit, die erst also ja mit der Industrialisierung und mit, naja, mit der weltweiten Vernetzung, Eisenbahn und Fotografie und so ist natürlich überhaupt
dazugekommen. Und dann irgendwann kommt so ein Graham Hancock und reist irgendwo hin und sagt, Moment mal, das habe ich doch schon mal gesehen, und fängt an, seinen eigentlichen Job zu schmeißen und weiterzusuchen überall auf der Welt. Also das ist eigentlich sein Verdienst. Im Prinzip bezeichnet er sich ja auch nicht als Wissenschaftler. Deswegen ist das so absurd, dass er immer als Pseudowissenschaftler oder Pseudoarchäologe... Er ist Journalist eigentlich. Er ist eigentlich Journalist. Investigativer, genau, Journalist, kann man sagen. Er berichtet nur darüber, was er findet. Mehr macht er nicht. Er forscht ja nicht selber. Also hat er dann inzwischen auch angefangen, selber zu forschen. Aber also jahrelang da in Japan ist er tauchen gegangen vor Yonaguni, wo sie auch unterseeische Strukturen gefunden haben, die also auch völlig absurd sind. Also er hat damit irgendwann angefangen. Aber das, wie gesagt, viele Jahrhunderte war das eben auch nicht möglich, da irgendwie diese Punkte überhaupt zu verbinden. Das geht erst jetzt. Und die Frage ist, wie lange geht's? Jetzt stehen wir irgendwie wieder an so einem Wendepunkt, wo das Internet also ja auch zensiert wird, wo wir da an einer Stelle sind, wo über 15-Minuten-Cities nachgedacht wird. Naja, aber das sind jetzt also wieder diese ganzen, also dystopischen Szenarien. Und wie gesagt, Dualität hat ja immer beides. Genau. Also das Positive, da kann ich übrigens an der Stelle kurz Werbung machen. Wir haben bald eine sehr spannende auf Augenhöhe-Sendung zum Thema Social Media, also was Social Media kann und ob Social Media die alten Informationsstrukturen ersetzt. Aber so viel kleiner Werbeblock an dieser Stelle für uns selbst hier. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein, genau. Was ich nochmal spannend finden würde, Philipp, diese ganzen Pyramiden in ihrer Anordnung und so, wie sie da stehen, hat das aus deiner Sicht, wenn man von oben aus der Adlerperspektive schaut, auch einen Sinn? Uff, also erstmal finde ich. Also man sagt ja so, also es sind so Kraftpunkte, auch da gibt es ja sehr viele Mythen, was damit bezweckt wird, dass sie so gebaut wurden, wie sie gebaut wurden. Also da finde ich, eins der interessantesten Dinge ist halt quasi die sogenannten Leylinien. Ich glaube, das ist auch der Name im Deutschen. Leylinien. Leylinien. Höre ich jetzt zum ersten Mal, ja. Es ist der Punkt, weil wir wissen ja, dass unsere Erde ein elektromagnetisches Feld hat. Und die Theorie ist, dass halt das elektromagnetische Feld auch auf der Erde sich widerspiegelt und bestimmte Orte halt hoch elektromagnetisch sind. Und genau an diesen Orten wurden halt die antiken Gebäude gebaut. Mhm. Also gibt es mehrere, zum Beispiel die berühmte ist die St. Michaels-Linie, sag ich mal. Und es ist ganz verrückt, weil wenn du diese Linie lang gehst, dann findest du überall so St. Michaels-Kathedrale, St. Michaels, immer dieser gleiche Name. Aber im Endeffekt ist es halt dieses Energiefeld und diese Linien, die halt sowieso dieses Muster auf unserer Erde ausmachen. Und diese antiken Orte sind dann genau an diesen Knotenpunkten, wo sich halt diese Linien zum Teil treffen. Und wir wissen ja auch, dass die große Pyramide zum Beispiel, die hat ein riesiges elektromagnetisches Feld. Das kann man ja sogar messen. Und wenn man sich das anguckt, dann ist die am Glühen. Und natürlich ist es auch absolute Pseudoarchäologie, ne? Muss man nicht drüber reden. Aber ich finde das sehr interessant, vor allem, weil es ja auch dieses Gefühl gibt, also mehr bei Gläubigen, aber man hat ja auch manchmal dieses Gefühl, wenn du an gewisse Orte gehst, kommt dir dieses Bauchgefühl oder dieses Gefühl in den Körper. Und vor allem in Kirchen passiert das halt sehr oft. Und dann fragt man sich, warum wurden Kirchen da gebaut, wo sie gebaut wurden? Und dann kann man sich das Gleiche fragen in der Antike. Warum wurde die Pyramide genau, ich meine, okay, nochmal, weil es halt lächerlich ist, am genauen Zentrum der exakten Landmasse unserer Erde errichtet? Zufall, natürlich, aber davon ab, es ist halt einfach nur verrückt. Und wie soll man das irgendwie rational erklären, außer man geht halt dahin im Sinne von, okay, wir wussten damals mehr. Da ist ein Punkt auch sehr interessant, und zwar antike Karten. Wenn man sich Karten anguckt, und es wird ja auch immer weiß gemacht, so damals, die Leute, die Karten gemacht haben, die hatten keine Ahnung, was sie gemacht haben. Ja, dann kommt man aber an einen Punkt, wo halt viele dieser berühmtesten Kartenmacher selber sagen, dass die ihre Karten auf älteren Karten basiert. Mhm. Und es gibt Karten, die zum Beispiel halt Antarktis zeigen. Die Antarktis selber wurde 1820 entdeckt. Aber warum gibt es dann Antarktis auf Karten 1400, 1500?
Und dann sagt man, ja, im Wissenschaftlichen, das gab mal Terra Australis, weil man angenommen hat, es muss die gleiche Landfläche auf der südlichen Halbkugel geben wie auf der nördlichen Halbkugel. Also wurde das quasi einfach nur geschätzt und dahin gemalt. Manche dieser Karten, das wird dann halt ganz verrückt, sagen halt, dass es sogar die Antarktis eisfrei zeigt, was dann ja auch wirklich gar keinen Sinn mehr ergeben würde. Aber das ist halt schwer zu sagen. Aber wenn man sich diese ganzen Karten anguckt, eine meiner Lieblingskarten ist Fra Mauros Weltkarte aus Mappe do Mundo, 1450, glaube aus Florenz. Und in dieser Karte ist ganz Europa und Afrika zu sehen, auch sehr akkurat von den Linien. Und er ist sehr detailliert darauf eingegangen, wo bestimmte Städte sind. Und Europa ist fast leer. Also Europa hat so ein paar kleine Dörfer und er selber war ja Italiener und Italien hat so ein paar kleine Örtchen, aber Afrika ist voll mit riesigen Palästen oder selbst in Russland, in Asien gibt es so riesige Paläste und da fragt man sich auch, okay, warum existiert diese Karte? Hat er das aus Jux und Tollerei gemacht? Weil damals ist ja auch, wenn du berühmter Kartograf bist, dann zahlen die Leute ja auch dafür, dass sie eine akkurate Karte kriegen. Eigentlich möchte man das meinen, ja. Absolut. Und dann, wo kommt man hin, wenn man sich diese Altkarten anguckt, weil die ja zum Teil Städte in Amerika zeigen. So, Chai Lager oder was weiß ich, es gibt so mehrere Orte, wo halt selbst in Nordamerika Städte eingezeichnet sind, wo es eigentlich gar keinen Sinn ergibt, dass die da sind. Und ist das dann alles nur Imagination der Leute, der Seefahrer, wenn diese wirklich damit ihr Leib und Brot verdient haben und auch ihr Stolz, so eine Karte zu erzeugen, dann würdest du ja die ja nicht falsch kreieren. Du würdest ja versuchen, die so akkurat wie möglich zu halten. Und das finde ich halt auch sehr verrückt. Und das geht halt aber auch wieder gegen diese ganzen Sachen. Und alte Karten werden dann immer dargestellt, dass es halt wirklich Schwachsinn ist. So, dass es Inseln gibt auf diesen Karten, die es gar nicht mehr existieren, wie zum Beispiel, finde ich auch interessant, so mit Atlantis. Auf vielen, vielen Karten, in so 1400, 1500, gibt es die Insel im Atlantik, die heißt Antilla. Mhm. Auf Portugiesisch finde ich das interessant, das setzt sich quasi zusammen aus Anteilla, was quasi heißt die Insel davor oder die vorherige Insel. Und die Geschichte daher kommt, dass es als die Moorischen oder die Maurischen, glaube ich, die Maurer, Portugal erobert haben. Die Mauren. Die Mauren. Nicht mit den Freimaurern. Mit den genau. Das stimmt. Die haben Iberien eingenommen, also Spanien, Portugal. Und das wollten 7 Bischöfe, denen waren das zu viel. Also sind die mit dem Schiff einfach in den Atlantik gefahren und haben Antilla gefunden, diese Insel, und haben dann 7 Städte da drauf gebaut. So, und diese Insel erscheint für 200-300 Jahre. Es gibt, glaube ich, sogar einen Bericht, dass Columbus selber auf Antilla kurz Pause gemacht hat. Aber dann ist die Insel weg und sie ist nicht mehr auf den Karten und sie hat es auch nie gegeben. Es war ja einfach nur, ne, wie auch immer. Auf den Azoren gibt es aber dann eine Stadt, eine sehr, sehr mysteriöse Stadt, die auf Deutsch gesagt 7 Städte heißt, Sete Cidades, was halt so, okay. Und dann gibt es, also diese Stadt, Sete Cidades, ist in einem riesigen Vulkankrater, wo man auch nochmal auf diese Atlantis-Sache, auf den Azoren zurückkommen kann, weil du hast auf diesen Azoren riesige Vulkankrater. Und das ist eine der interessantesten Dinge, mit den eigenen Augen zu sehen, weil es das Schönste ist, was du jemals gesehen hast, landschaftlich. Aber du siehst im gleichen Moment die unglaubliche Zerstörung, die dieses Naturspektakel angerichtet hat. Und dazu kommt, dass in diesem Vulkankrater gibt es 2 Seen. Einer ist blau und einer ist grün. Und in der Mitte ist diese Stadt. Und dann gibt es eine lokale Mythe. Und es gibt 2 Versionen davon. Eine ist die Version, die die Öffentlichkeit sehr gut kennt, die den Touristen erzählt wird. Und eine ist eine Version, die ich gefunden habe in einem alten azorianischen Lexikon von 1800. Die touristische Version ist, dass es mal eine Königin gab und die wollte einen Bauer heiraten. Und der König hat Nein gesagt und dann haben die geweint und sie hatte blaue Augen und er grüne Augen. Deswegen heißen diese Seen Vert Azul, also grün-blau. Dann gibt es eine andere Geschichte, die ist aus diesem Lexikon und das ist für mich Atlantis. Und zwar gab es einen König und seine Tochter, Vert Azul. Und er hatte einen Traum und eine Vision,
die ihm quasi gesagt hat, dein Königreich wird das Schönste, was es jemals sein wird, wenn du deine Tochter in Ruhe lässt, bis sie 18. Lebensjahr vollendet hat. Und wenn du das nicht tust, wird dein ganzes Königreich ausgelöscht. So, und er kämpft sich durch. Nach 16 Jahren sagt er, boah, ich kann nicht mehr, ich muss zu ihr gehen. Als er anfängt zu gehen, fallen Asteroiden hoch und die Vulkane explodieren. Und als er die Mauern der Stadt erreicht, zerbricht alles und die Insel geht unter und die Vulkane zerstören alles. Und heutzutage ist es nur noch Vert Azul, die Seen, die da heutzutage noch da sind. Und in diesem Mythos heißt sein Königreich Atlantida, was portugiesisch ist für Atlantis. Ja, krass. Und dann gibt es noch einen anderen Brauch auf den Azoren, der da auch sehr gut passt. Und zwar den der Romairush. Romairush ist eine sehr unikate Sache, die nur auf den Azoren passiert. Und zwar hier treffen sich Leute der katholischen Kirche um 8 Tage lang, jetzt um den Zeitpunkt, wie wir gerade sind, die treffen sich und wandern dann für 8 Tage um die ganze Insel von Kirche zu Kirche und singen Gebete, damit die Insel nicht sinkt. Was für mich auch, wenn wir von dem kollektiven Unterbewusstsein reden, warum machen die das denn? Mhm. Also, ja, nochmal 2 Punkte, die mir eingefallen sind zu den Azoren. Wenn wir über die Menschheitsgeschichte sprechen und darüber, dass es möglicherweise ganz anders war als das, was wir erzählt bekommen. Wie oder gibt es Erkenntnisse darüber, wie die Menschen dann, also eine mögliche Hochkultur, die es schon einmal gegeben hat, miteinander umgegangen sind in Bezug auf, also uns wird es ja so dargestellt heute, der Mensch ist hier mit Ellenbogen, wir bekämpfen uns, wir bekriegen uns, wir also gehen uns eigentlich ständig an die Gurgel, Kriege sind halt das Normalste der Welt. Würde man auch da möglicherweise in diesem Punkt zu anderen Erkenntnissen kommen? Also da finde ich, gibt es viele Zivilisationen, die halt interessant sind, wie Karal, wie ich vorhin schon erwähnte, da wurden nie Waffen gefunden. Genau, das ist schon ungefähr jetzt eine Stunde her, aber da deswegen, das ist mir gerade wieder eingefallen und ich dachte, darauf würde ich gerne nochmal zu sprechen kommen, weil ich meine, wenn wir uns im Moment gerade jetzt 20.03.2023 die Welt angucken, kann man ja einfach nur sagen, also es ist unfassbar. Ja, dann gibt es dazu noch die Indus Valley Zivilisation, das ist so heutzutage beim Fluss Indus, ich glaube Pakistan, Indien die Ecke. Die hatten, das ist zum Beispiel der Urkunftsort von Yoga, Meditation, diesen ganzen spirituellen Praktiken, die halt immer noch sehr verbreitet sind in Indien zum Teil. Da gibt's halt sehr viele Hinweise, die darauf deuten, dass die sowas sehr oft ausgeübt haben, hatten aber keine politischen Gebäude. Also das wirkte sehr wie eine spirituelle Zivilisation, deswegen hört man auch wahrscheinlich sehr wenig von denen. Ich bin mir nicht sicher, deswegen will ich auch nichts Falsches sagen, ob die ja Waffen gefunden wurden. Also selbst wenn man sich so die Vedic-Texte anguckt oder die Bhagavad Gita, die ja auch recht bekannt ist, selbst da geht es ja um einen Krieg. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, also wenn ich mir so eine hohe Kultur vorstelle, die sie damals gelebt hat, ich glaube, es gab sicherlich Konflikte. Aber wenn wirklich alle so mehr in diesem spirituellen, in diesem einsamen, wirklich, dass alle gemeinsam und das Gleiche sind quasi, wenn dieser Glaube mehr vertreten ist, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass diese Konflikte auf andere Art und Weise gelöst werden konnten als mit physischer Gewalt, was ja mittlerweile, das ist ja leider immer noch die Nummer 1 Antwort für irgendeine Problematik. Eine weitere Frage zum aktuellen Geschehen bezüglich Klimawandel. Hab gerade wieder gehört, das 1,5-Grad-Ziel muss eingehalten werden bis 2030. Und dann habe ich hier gelesen, dass bei der letzten Eiszeit, die vor ca. 12.000 Jahren endete, seitdem ist der Meeresspiegel um 100 Meter gestiegen. Kann man da irgendwas ableiten? Ja, also natürlich die ganzen... Was das Klima angeht, du hast davon gesprochen, es hat... also viele Katastrophen, Naturkatastrophen gegeben. Und uns wird ja gesagt, wir haben einen Einfluss darauf. Oder das ist ja die große Streitfrage, welchen Einfluss haben wir darauf? Ohne jetzt auf dieses CO2-Thema grundsätzlich einzugehen. Mir geht es vielmehr darum, so eine Kurve zu bekommen. Kann man von damals, also
irgendwas lernen und auf heute übertragen, dass wir vielleicht in einem bestimmten Punkt dann doch irren? Also persönlich ist natürlich auch ein heißes Thema, ganz passend, aber ich persönlich glaube, dass sich die Welt immer verändert hat, klimatechnisch. Wir wissen ja auch, vor 10.000 Jahren war die Sahara-Wüste eine Savanne, ne? Und ich glaube, die ist nicht ausgetrocknet, weil wir jetzt so viele Volkswagen oder was weiß ich, Autos, die hier irgendwie auf Autobahnen rumgedüst sind. Ich glaube nicht, dass es deswegen eine Wüste wurde. Also ich glaube, dass die Erde sich sowieso immer verändert. Und wie viel der Mensch da ausmacht, bin ich mir wirklich nicht sicher. Also ich glaube, dass unser Einfluss nicht so hoch ist, wie wir vielleicht annehmen. Diese Erde, das sieht man ja, wie viele Eiszeiten wir hatten, wie sich oft so der Meeresspiegel wieder gestiegen ist. Ja, wie gesagt, 100 Meter. Also ich glaube, da ist man sich sogar einig drüber. Das ist jetzt nicht irgendwie Pseudowissenschaft, sondern ich meine, das ist das ja belegt. Oder ja, das war dieser Meltwater Pause One. Der ist tatsächlich belegt, ja, genau. Ja. Ja, und ich meine, das ist ja auch schon ein Indiz dafür, dass es halt wirklich sich immer verändert. Und dann mit dem an sich finde ich es auch interessant, wie viel antike Orte würden wir finden, 100 Meter in der Tiefe. Na, jetzt vor den Küsten, es gibt's ja immer wieder, es gibt eine Stadt in Indien, Dwarka, auch, oder Indien oder Sri Lanka, eine der beiden. Und diese Stadt ist auch 10.000 Jahre alt und ist unter Wasser, so einfach vor einer Küste. Und ich meine, dazu kommt ja dieser ganze Schlick und der ganze Ozeangetümmel, der sich dann natürlich noch anhäuft. Es ist halt wirklich die Frage, wie viel würde man finden, wenn man in der Sahara, wenn das mal eine Savanne war, ich meine, die Pyramiden sind ja am äußersten Eck, wie viel würde man finden, wenn man mal durch den Sand gucken könnte? Wie viel? Was man demnächst ja aber vielleicht auch kann mit dem Ground Penetrating Radar, das machen sie ja gerade im Amazonas. Was ist das? Das ist Radar, was man von einem Flugzeug oder Hubschrauber aus in den Boden leiten kann und damit tatsächlich in den Boden reingucken kann oder eben auch in die Baumkronen im Amazonas. Und da ist es eben so, dass sie unglaublich viele Besiedelungsflächen gefunden haben im Amazonas inzwischen, die also eben auch also jahrzehntelang als Verschwörungstheorie abgetan wurden, also im Prinzip sogar so seit Jahrhunderten. Also die ersten die ersten Eroberer haben noch berichtet von blühenden Zivilisationen mit Millionen von Menschen entlang des Amazonas. Und Jahre später war davon aber nichts mehr aufzufinden, weil es auch alles überwuchert war. Und jetzt wird festgestellt, dass es diese Besiedlung tatsächlich gab. Mit Straßen und riesigen Städten. Aber die sind eben überwuchert und mit Hilfe dieses Bodenradars kann man das eben inzwischen finden. Und man findet es auch durch die Abholzung zum Teil. Also die Amazonas-Abholzung haben auch solche Sachen. Also auch Steinkreise und astronomisch angeordnete Gebäude und Strukturen schon zum Vorschein gebracht. Wenn jetzt in den nächsten Jahrzehnten, und das ist ja immer ein langer Prozess, aber die Wahrheit oder das, wie es wirklich war, immer mehr an die Oberfläche kommt. Aus deiner Sicht, also was wird das für die Menschheit bedeuten, wenn das umgeschrieben werden muss? Ich glaube einfach genau das, diese viel offenbartere Offenheit für alles. So, wenn jetzt so Dinge immer mehr sich so als die neue Wahrheit ergeben, dann werden sich immer mehr Leute auch diese spirituellen Fragen wirklich stellen, in meiner Ansicht. Und ich finde vieles, selbst wenn man das jetzt nur so, diese Kernfakten, warum sind all diese Gebäude nach den Sternen ausgerichtet? Ne? Das an sich, ich glaube, dieser Zusammenhang zwischen Himmel und Erde war einfach damals viel größer. Und wenn wir da mehr wieder hinkommen, dass wir diese Verbindung sehen, dass wir unseren Planeten als einen lebendigen, sich immer weiterentwickelten Ort sehen und dass wir wirklich genau wie der Planet selber aus diesem Bewusstsein sind, dann kann man da so viel Energie rausnehmen. Das merke ich in meinem eigenen persönlichen Leben schon. Und ich glaube, wenn das viel mehr jetzt publiziert wird und viel mehr Leute sich darüber Gedanken machen, über all diese Themen, dann kommt man auch an einen sehr viel friedlicheren Ort. Man sagt ja auch immer so Nächstenliebe und ne, man soll ja immer den Nachbar auch gut behandeln. Aber es wird dann ja noch verrückter, wenn man der Nachbar selber eigentlich ist. Weil wenn wir Bewusstsein sind, sind wir eigentlich alle drei
die gleichen Wesen in verschiedenen Körpern hier zusammen in einem Raum. Das ist ja ein Gespräch mit sich selber quasi in einer anderen Form. Und das ist ja absolut verrückt, sich darüber Gedanken zu machen. Aber wenn alles vibriert und wenn diese Antike wirklich diese Verbindung selber so wichtig geschrieben hat, dann finde ich, ist das so ein Resultat, was einfach auch viele Probleme, was Gewalt angeht und sowas alles zurückbringen würde, weil es einfach dieses, okay, wenn du dich nicht um die kümmern willst, dann kümmere dich um dich selber. Das bist du in einer anderen Form. Und ich glaube, das ist einfach auch sehr, ja, es ist, kann sehr viel Liebe mit in Verbindung gebracht werden. Und das ist ja auch, ich habe gerade noch ein Buch gelesen von Erich Fromm über Mythen und Märchen. Und er hat einen sehr guten Punkt gebracht, und zwar gibt es ja, was weiß ich, wie viele Wörter, um eine sehr komplizierte Maschine zu beschreiben, aber nur ein Wort für Liebe, auch wenn es so viele Varianten von Liebe gibt. Und das finde, das ist auch ein sehr guter Punkt für die Gesellschaft, wo sie gerade ist, so als Standpunkt, selbst von der Linguistik her. Wenn du selbst forschen dürftest, was wäre dein größter Traum? Wo würdest du sofort loslegen? Wo würdest du sagen, also da gehen wir jetzt mit dem Team rein und das gucken wir uns mal 2 Jahre ganz genau an? Also ich würde wirklich liebend gerne so eine U-Boot-Flotte haben, sag ich mal. U-Boote, Radar und Azoren. So diese ganzen, wirklich mal so diese Lücken und auch diese, es gibt einfach so viel tiefes Wasser. Also die Azoren, da geht's direkt tief runter. Das ist das Einzige mit dafür, dass es keine Beweise gab, dass es Elefanten gab auf der Insel. Das sind so die Beweise, die so gegen die Azoren für Atlantis sprechen. Aber ich würde liebend gerne einfach professionelles Equipment und einfach mal tauchen und sehen, was man so finden kann. Das wäre, glaube ich, das Heißeste. Oder halt natürlich in Ägypten ein bisschen im Sand buddeln. Das wäre auch ein Traum. Also da gibt's ja auch von Herodotus oder Herodot, der griechische, nennt ihn ja den Vater der Geschichte. Und er erzählt so viele interessante Dinge über antikes Ägypten, wo man sich auch fragt, okay, zum Beispiel, er sagt, dass es ein Labyrinth unter den Pyramiden gibt, das noch viel größer und gigantischer ist als die Pyramiden selber. Das ist unvorstellbar schön ist und unvorstellbar riesig. So, und es gibt ja so viele Schächte, von denen wir wissen. Da gibt es auch einen super Sai-Hawass-Clip, wie er unter der Sphinx gibt es Hohlräume und Schachten, die nach unten führen. Und dann steht Sai-Hawass in so einem Schacht drin und wird gefilmt. Und dann guckt er so in so einen Gang und sagt, ja, in dem Gang, da waren wir noch nicht. Aber man weiß ja nie, was man so im Sand von Ägypten findet. So, wo man sich auch denkt, warum gehst du dann da nicht hin? So, weil, als ob die da nicht waren. Es ist halt einfach auch nicht mal... So, warum, rein da. Ja, warum los, sind die nicht neugierig? Mach die Tür auf. Absolut. Und was man jetzt so hört, ich war noch nie da, aber ich bin auch in Kontakt mit halt anderen Leuten, die genau das Gleiche so researchen. Und da hat mir jemand erzählt, das ist dieser Gang, den er beleuchtet, der ist mittlerweile zugemauert. Also das dazu, das ist okay. Neugier, nein danke. Also da würde ich liebend gerne einfach mal Zeit verbringen in Ägypten. Und ich glaube, um da nochmal so ein bisschen zu rumzukommen, so warum das vielleicht so dagegen gegangen wird, dass es halt möglicherweise so sein könnte, ist halt auch vielleicht ein Sinn von Nationalstolz, dass halt da so gesagt wird, nein, das waren Ägypter, die das gebaut haben. Weil wir wissen ja, so ägyptisches Königreich hat ja angefangen, 4500 Jahre, so ist es alt. Und wenn das jetzt älter her, ja, wer war das denn? Waren das dann Ägypter? So, wie sieht das aus? Hat das vielleicht was damit zu tun? Aber im Endeffekt ist das halt auch nur eine These von so vielen, warum Sachen so sind, wie sie sind. Aber muss man hinterkommen irgendwann. Ja, ich glaube, dass wir haben viele Fragen in diesem Gespräch, also nicht nur aufgeworfen, sondern sicherlich auch insofern beantworten können oder das, was eigentlich das Ziel auch dieses Formats und dieser Sendung ist, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sich ein eigenes Bild auch machen können und einfach ein Interesse entwickeln, da vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle selbst tiefer zu graben. Und also ich hatte auf jeden Fall heute extrem viele Momente, wo ich gedacht habe, wow, ich bin dankbar dafür, dass du hierher gekommen bist, dass du mit 23 Jahren dich so einem großen Thema widmest. Und ein guter Beweis dafür, auch wenn ich TikTok wirklich teilweise echt verfluche, weil ich habe selbst Kinder und denke immer, ey, das geht gar nicht. Aber es zeigt auch da wieder die Dualität. Es gibt tatsächlich auch bei TikTok
echt viel Wissenswertes. Und wenn das dazu beiträgt, dass dann auch Jugendliche und Kinder sagen, da wollen wir mehr wissen, weil du hast das ja eingangs in dem Gespräch so schön gesagt, dass man das in der Grundschule irgendwann macht, damit gar nicht so viel nachgefragt wird. Aber wenn das vielleicht bei einem 15-Jährigen oder du warst, glaube ich, 18, hattest du gesagt, als es so mit den Tarotkarten losging. Ja, so dabei. Also einfach einen Zugang zu diesen Themen bekommt und auch zur Spiritualität bekommt, dann ist das auf jeden Fall ein großer Gewinn. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch, Philipp. Oh, ich hatte sehr viel Vergnügen. Also ich habe auch zu danken. Es war sehr schön, auch in so einem Studio. Na, hier ein bisschen nach Hamburg kommen war auch schön, die Freunde sehen. Also habe ich auch sehr genossen, das Gespräch und alles. Also wirklich, ist mir eine Ehre. Ja, danke schön und Spock, ja, auch. Großen Dank auch an dich. Und du hast da ja auch so ein unglaubliches Wissen drüber. Ich glaube, wir machen irgendwann demnächst mal Jens live. Da werden wir das Thema auch nochmal mit, ja, so ein paar... Ja, vielleicht sollten wir hier auch dem, weiß ich nicht, vielleicht schaffen wir das ja unter dem Video ein paar Sachen noch zu verlinken, dass du uns noch ein paar Sachen irgendwie aufschreibst, die wir verlinken. Also wo jetzt, wenn jemand Interesse hat, irgendwie, wo man mal anfangen kann irgendwie. Also im Prinzip... Also ich habe jetzt nach anderthalb Stunden, die wir jetzt, also wir haben über anderthalb Stunden das Gefühl, also wir haben noch nicht mal angefangen. Nee. Also das ist auch tatsächlich so. Wir haben noch nicht mal angefangen eigentlich. Das Thema also ist so ist groß, dass... Ja. Um jetzt mit Peter Hane zu sagen. Unfassbar spannend. Unfassbar spannend, genau. Ja. Wir machen eine Fortsetzung auf jeden Fall. Wir schauen mal, was in ein, zwei Jahren ist. Also es bewegt sich gerade so viel. Es ist gerade so viel überall im Gang. Also wenn man ein bisschen ans Licht am Ende des Tunnels glaubt, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Ja, liebend gerne bin ich in ein paar Jahren wieder hier, ne? Und ich finde, das ist auch gut. Natürlich bin ich realisiere das selber, ich habe viele Freunde, die jetzt älter sind als ich in meinem Alter. So, und ich realisiere aber auch, weil das halt so ein riesiges Thema ist, es ist super, dass ich so jung damit anfange, weil dann kann ich in meinem Leben, wenn ich alt werde, ne, was auch wird, kann ich ordentlich was so runterreißen, was so Informationen angeht. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass es auch überhaupt... Da glaube ich auch dran, dass man das auch irgendwie so anzieht oder sich aussucht, wie auch immer man das sagt. Da bin ich sehr dankbar für die aktuelle Situation, dass ich hier so an diesem Punkt bin und hier in diesem Studio sitzen kann und darüber reden kann, weil einfach auch noch so viel Zeit da rein investiert werden kann. Jetzt auch vor allem noch mit dieser jugendlichen so Energie und Flamme dahinter, um das auch noch so wirklich in der Welt rauszuposaunen und dann immer weiser und klüger über diese Themen zu werden. Das ist, hat sich mein Leben wohl so ausgesucht. Eine Frage, die ich zum Schluss noch habe, fallen die Pyramiden auch unter den Sanierungszwang der EU? Und welche Energieeffizienzklasse haben die? Isoliert sind? Also ich glaube, die sind ziemlich gut isoliert. In diesem Sinne. Aber man kann gut Solarzellen draufballern, glaube ich. Das ginge, glaube ich, so. Super Idee. Es waren mal Solarzellen. Es war polierter. Die Pyramiden waren mal aus poliertem Sandstein mit einer goldenen Spitze. Wo man auch sagt, okay, warum vergräbst du deinen Pharao, wenn du da Gold auf der Spitze hast? Das wird ja, hallo Grabräuber, hier bin ich. Das macht auch keinen Sinn, aber bitte. Cliffhanger. Ja. Genau. Cliffhanger, das ist ein sehr schöner Cliffhanger. Ich kam nicht aufs Wort, danke. Danke euch fürs Zuschauen und vielen Dank, bis ganz bald an dieser Stelle. Vielen danke Dank. Danke dir, das Startschild und alles weitere unter diesem Video an Links und natürlich auch an Unterstützungsmöglichkeiten. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Bum, bum, bum.